Die Sprachübertragung beginnt jetzt. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. Sehr geehrte Damen und Herren, guten Morgen. Mein Name ist Michael Bommer vom BAI und ich heiße Sie herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Rund 2,5 Jahre nach den ersten Entwürfen, nach mehreren Verschiebungen und gut 3 Monate vor dem Inkrafttreten der Level-2-Maßnahmen zu SFDR, der sogenannten Delegierten Verordnung oder eben auch den Regulatory Technical Standards, den RTS zur Offenlegungsverordnung, freue ich mich, Sie zum heutigen Webinar zur Umsetzung eben dieser RTS in so zahlreicher Personenzahl begrüßen zu dürfen. Der enorm hohe Zuspruch von vielen 100 Anmeldungen und Teilnehmern zeigt, dass die Regularie fast alle in der Branche betrifft und noch viel Aufklärungsarbeit zu leisten ist bei der Implementierung eben dieser zahlreichen Vorgaben. 2 organisatorische Bemerkungen vorab. Wie stets haben Sie in unserem Tool von GoToWebinar rechts oben die Möglichkeiten, Fragen einzugehen. Wir werden versuchen, die im Rahmen dieses Webinars zu beantworten, allenfalls aber auch aus Zeitgründen im Nachgang. Und auch zu Ihrer Beruhigung, die Präsentation wie die Aufzeichnung dieses Webinars werden Ihnen im Anschluss zur Verfügung gestellt. Webinare wie das heutige sind ein Element der vielfältigen ESG-Aktivitäten des BAI. Wir entfalten die, um unseren Mitgliedern und der Branche Unterstützung und Services zu bieten rund um Sustainable Finance und ESG und haben dazu auch vor Jahren einen Arbeitskreis ins Leben gerufen, eben den BAI-Arbeitskreis Sustainable Finance und ESG. Aus diesem Kreis, der dem Austausch dient, ein Netzwerk bildet, erarbeiten wir die BAI-Stellungnahmen zu Konsultationen, rekrutieren Ansprechpartner und Referenten für die Mitwirkung von Veranstaltungen und eben auch für Webinare wie das heutige. Wenn Sie Interesse hier haben, mitzuwirken, dann melden Sie sich gerne jederzeit bei mir. Webinare wie das heutige haben wir seit der Sommerpause wieder zahlreiche durchgeführt und werden auch weitere machen. Bereits morgen kommt das nächste in unserer kleinen BAI ESG-Woche, nämlich zum European ESG-Template mit unserem Mitgliedsunternehmen Substance Over Form. Es folgen Webinare eher marktzeitig zu Small and Emerging Managers, zu Timber oder eben auch zu Clean Energy. Letztere beide ebenfalls mit ESG-Bezug. Besonders hinweisen möchte ich Sie an dieser Stelle auch noch auf unseren Workshop zu Sustainable Finance und ESG, der am 2. November physisch in der Frankfurt School in Frankfurt am Main stattfinden wird. Wie gewohnt bemühen wir uns, ein gehaltvolles Programm zu bieten, das die unterschiedlichen Sichtweisen zu ESG beinhaltet. Um Ihnen damit möglichst konkrete Hilfestellung zu bieten, Service zu bieten, einen Austausch zu bieten. Die Abfrage der neuen Nachhaltigkeitspräferenzen, die wir seit August haben, werden ebenso eine Rolle spielen wie die Taxonomie, Daten und Dienstleister, aber natürlich eben auch der große Trend zu Impact Investing. Da werden Sie auch einen der heutigen Gäste wieder finden. Wie stets wird der BAI auch die besonderen Herausforderungen der Private Markets und eben unserer Alternative Investments beleuchten. Das Programm wird fortlaufend aktualisiert und finalisiert und auf der Homepage eingestellt. Sie werden dann auch noch ein Mailing bekommen. Und die Anmeldemöglichkeit dazu ist bereits eröffnet. Mit diesen kleinen Vorworten möchte ich weiterschalten von Bonn den Rhein abwärts nach Düsseldorf und begrüße sehr herzlich Frau Heike Schmitz und Herrn Janis Rentrop von der Kanzlei Herbert Smith Freehill. Beide sind überaus aktive und geschätzte Mitglieder in eben diesem erwähnten Arbeitskreis Sustainable Finance und ESG und widmen seit Jahren einen Gutteil ihrer Zeit den Themen rund um Sustainable Finance, beraten Versicherer und Asset Manager zu. Ich hoffe, Sie haben sich vorher noch mit einem Schluck Kaffee versorgt, denn die folgende Präsentation wird dicht und anspruchsvoll, ich kann es Ihnen sagen. Sie soll aber viel Licht ins regulatorische Dickicht bringen und Frau Schmitz und Herr Rentrop werden Ihnen zahlreiche Anwendungsfragen im Zwiegespräch präsentieren und eben auch versuchen, einer Lösung zuzuführen. Frau Schmitz, Herr Rentrop, Sie haben das Wort. Ja, vielen herzlichen Dank. Dieser Einleitung gibt es auch nicht viel mehr hinzuzufügen. Deshalb wollen wir direkt mit Ihnen loslegen.
Nach der etwas anstrengend klingenden Ankündigung, vielleicht zu Ihrer Beruhigung. Wir haben versucht, das Ganze sehr, oder wir werden das Ganze sehr praxisrelevant gestalten, deshalb auch der Titel Praxiswebinar. Zum Hintergrund, wir haben einige Pilotprojekte im Bereich Alternative Assets begleitet bei der Umsetzung der SFDR-RTS schon in diesem Jahr bei der Vorbereitung. Und haben Ihnen im Zuge dieser Umsetzung sehr, sehr viele Einzelfragen gesammelt. Und was wir gerne mit Ihnen heute machen möchten, ist, dass wir einige repräsentative Einzelfragen hier aufbereitet haben und mit Ihnen gerne anhand der verschiedenen Templates bzw. Offenlegungsvorlagen durch diese einzelnen Fragen durchgehen wollen. In der Tat wird es ein dichtes Programm, wie Herr Bommer angekündigt hat. Ich glaube, wir haben um die 45 verschiedene Fragen. Nichtsdestotrotz können Sie natürlich noch weitere Fragen stellen, wenn es soweit ist. Ich zeige Ihnen kurz die Agenda. Ich weiß gar nicht, wer jetzt für die Slides zuständig ist. Ich habe jedenfalls keinen Button mehr. Könnte jemand bitte den nächsten Slide ansteuern? Ja, das sind schon Sie. Das müsste sich eigentlich links. Okay. Naja, ich mache das für Sie. Sagen Sie einfach nächste Seite. Ich habe keinen mehr, leider. Nächste Seite. Okay. Leider erscheint es bei mir nicht mehr in der Übersicht. So sieht die Agenda aus, nur um Ihnen zu zeigen, wie wir das aufgeteilt haben. Wir haben fünf verschiedene Blöcke. Vier Blöcke werden sich thematisch unterschiedlichen Bestandteilen der SFDR-RTS, der Ausführungsvorschriften, widmen. Und der fünfte Block ist dann Ihren Fragen gewidmet, die Sie gerne zu den über 45 noch hinzufügen können, die wir heute behandeln. Wir werden loslegen in der Reihenfolge der RTS mit der Erklärung zu PAI, also Principal Adverse Impacts oder auf Deutsch wichtigste nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren auf Unternehmensebene. Dann schauen wir uns relativ im Detail die vorvertragliche Offenlegung an, am Beispiel eines Artikel 8 SFDR-Fonds. Wir sprechen auch über die Internetseitenoffenlegung und am Ende gehen wir auch noch auf einige wesentliche Fragen ein, die die sogenannte regelmäßige Offenlegung, nämlich im Jahresbericht, betreffen. Damit wollen wir gleich losstarten. Nächster Slide, bitte. Nächster Slide. Hier sehen Sie Anhang 1 die Vorlage für die sogenannte PAI-Erklärung. So ein bisschen für Sie als Hintergrund, wir werden jetzt nicht die Vorlagen komplett zeigen, sondern jeweils immer die Teile in der Präsentation, auf die sich die einzelnen Fragen beziehen. Mit der ersten Frage werde ich starten und die nächste ist dann Herrn Rentrop gewidmet. Ich fange einfach an. Die erste Frage, die uns erreicht hat in dem Zusammenhang, war die, inwiefern die Erklärung zu PAI auf der Unternehmensebene schon zum 1. Januar 2023 oder erst später angepasst werden muss. Zum Hintergrund, die RTS gelten ab dem 1. Januar 2023, ist es aber sehr klar geregelt, dass die Erklärung zu PAI das erste Mal im Zeitraum bis zum 30. Juni abzugeben ist. Es besteht also keine Verpflichtung, die jetzt gemachte Erklärung nochmal zum 1. Januar sozusagen zwischen zu aktualisieren und da weitere Bestandteile aufzunehmen, sondern Sie können sich darauf konzentrieren, diesen Bericht bis zum 30. Juni 2023 zu erstellen. Die nächste Frage geht an dich, Janis. Sehr gern. Guten Morgen von meiner Seite. Frage 2, muss die Zusammenfassung der Erklärung, der PAI-Erklärung auch bei Fonds für professionelle oder semiprofessionelle Anleger mehrsprachig offengelegt werden? Hier ein Ja. Denn die SFDR macht grundsätzlich keinen Unterschied zwischen den unterschiedlichen Anlegergruppen wie professionell, semiprofessionell oder Privatanleger. Die Zusammenfassung muss daher grundsätzlich in der Amtssprache des Herkunftsmitgliedstaates Finanzprodukts und falls abweichend eben auch in Englisch. Bei grenzüberschreitendem Vertrieb kommen dann noch jeweils die jeweiligen Sprachen des Aufnahmemitgliedstaats hinzu. Ein konkretes Beispiel, der Fondsmanager mit Fonds in Luxemburg würde dann beispielsweise die Zusammenfassung in Deutsch, Italienisch und Französisch vertreiben müssen, wenn eben auch Vertrieb in den Ländern stattfindet. Übrigens, der Abschnitt Zusammenfassung, so sagen es die RTS ausdrücklich, darf dann auch ausgedruckt maximal nur 2 Seiten Papier, DIN A4, umfassen. Die nächste Frage von dir, Heike, zu den Asset-Klassen. Genau, bitte die nächste und übernächste Seite. Noch die nächste Seite, bitte. Wir haben Ihnen hier auf 2 Slides für Sie als Hintergrund, gar nicht zwingend hier für diese Präsentation, die verschiedenen PAI-Indikatoren zusammengefasst, also die Messwerte, die SFDR-RTS vorsehen für die Bemessung dieser PAI, der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen. Und damit steigen wir direkt in ein sehr interessantes und auch sehr kontrovers diskutiertes
Thema ein, nämlich die Frage, was bedeutet es eigentlich, dass PI-Indikatoren nur für drei verschiedene, ich sage jetzt mal Asset-Klassen oder Typen von Assets vorgesehen sind, nämlich nur für Unternehmen, für Staaten und supranationale Einrichtungen und für Immobilieninvestitionen. Daraus ist verschiedentlich in Diskussionen abgeleitet worden, dass damit gemeint ist, dass man nur für diese Asset-Klassen auch entsprechend offenlegen muss. Das ist aber aus unserer Sicht eine Auffassung, die so nicht ganz stimmt. Die ESAs verstehen die PI-Indikatoren schon sehr viel weiter. Die meinen damit nicht zwingend nur Asset-Klassen. Das sieht man ja auch schon beim Beispiel Investitionen in Unternehmen. Das können ja ganz unterschiedliche Asset-Klassen sein, von Listed Equity über Private Equity über Venture Capital. Sondern die verstehen es eher als zugrunde liegender Vermögensgegenstand. Und im Einklang mit dieser Auffassung haben sie auch in den kürzlich rausgegebenen Clarifications vom 2. Juni 2022 nochmal gesagt, dass die PI-Indikatoren umfassend für alle Arten von Assets zu erheben sind und nennen beispielsweise ausdrücklich die Assetklassen Infrastruktur und Derivate, für die sie ja hier in der Tabelle keine ausdrücklichen eigenen Indikatoren finden, woraus sich eben ableiten lässt, dass das nicht Assetklassen bezogen ist. Es gibt sicherlich einige Assetklassen, wo es nicht ganz unmittelbar ersichtlich ist, welche Indikatoren hier am besten zu verwenden sind. Der eine Bereich sind Immobilieninvestitionen, die durch Holdinggesellschaften gehalten werden. Hier wird prinzipiell darauf abgestellt, zu sagen, der Endwert ist eben eine Immobilie und deshalb nutzen wir die Immobilienindikatoren. Anderes Beispiel ist sicherlich Infrastruktur. Bei Infrastruktur und auch bei anderen Themen ist prinzipiell durch Holdingstrukturen oder Ähnliches durchzugucken und sich daran zu orientieren, was das zugrunde liegende Endinvestment ist. Bei Infrastruktur ist es in der Regel Unternehmen. Je nach Art der Ausgestaltung kann es natürlich aber auch im Einzelfall sein, dass die Immobilienindikatoren besser passen. Hier würden wir auch gerne nochmal auf die Best Practice verweisen, die der BAI im Rahmen seiner Roundtables erarbeitet hat, auf die Herr Bommer vorhin hingewiesen hat. Da finden sich weitere sehr hilfreiche Beispiele und Hinweise, wie man mit dem Thema PI-Indikatoren in verschiedenen Assetklassen von Alternative Assets umgehen kann. Die nächste Frage schließt sich daran an, nämlich ob man die PAI-Erklärung beschränkt auf bestimmte Assetklassen abgeben kann. Also wenn man davon ausgeht, dass sie prinzipiell für alle Assetklassen abzugeben ist, ob man freiwillig sagen kann, gut, ich mache PAI, ich berücksichtige PAI in meinem Investmentprozess, aber ich mache das zum Beispiel nicht für Private Equity oder ich mache es nur für Listed Equity oder ich mache es nicht für Bonds oder ich mache es nicht für Staatsanleihen. Also ob man Assetklassen mäßig differenzieren kann. Das wird so vertreten unter Hinweis auf ein Wortlaut in dem RTS, wo es heißt, dass die beziehungsweise in der SFDR, wo es heißt, dass die Prozesse angepasst werden können auf die Art der Produkte, die Aktivitäten und Größe. Damit ist aber aus unserer Sicht nicht zwingend gemeint, dass man frei wählen kann, sozusagen eine Teil-PAI-Erklärung abzugeben, sondern es ist damit gemeint, dass der Aufwand, den der einzelne Fondsmanager beispielsweise zu treiben hat, um die PAI zu erfassen und zu berücksichtigen, sich natürlich auch danach bestimmt, worin er investiert, welche Größe er hat etc. Im Ergebnis kommt es wahrscheinlich auf eine ähnliche Situation heraus, weil das Grundproblem, mit dem alle hier kämpfen, ist ja das Problem der Datenverfügbarkeit und der Datenverlässlichkeit und Abdeckung einzelner Assetklassen, was natürlich bei den Alternatives prinzipiell schwieriger ist als im Bereich Listed Equity oder Listed Bonds, wo es inzwischen auch sehr viel an Datenanbietern gibt, die Daten aufbereiten und zur Verfügung stehen. Hier ist die Lösung aber aus unserer Sicht nicht zwingend die Frage, kann man so eine Teil-PAI-Erklärung abgeben, sondern wo enden die Anforderungen aus dem Best-Efforts-Prinzip, was muss ich eigentlich unternehmen und wann habe ich auch meine Pflicht getan? Dazu kommen wir gleich noch in einer weiteren Frage. Als nächstes leite ich erstmal über zu dir, Jannis, für die nächste Frage. Sehr gern. Als unsere fünfte Frage, die Frage, auf welche Datenquellen kann denn eigentlich für die PAI-Daten zurückgegriffen werden? Hier hilft der Artikel 7.2 in den RTS, der ja das Best-Efforts-Prinzip regelt und der eben als mögliche Datenquellen nennt die Informationen vom Unternehmen, öffentlich oder im direkten Austausch oder daneben auch zusätzliche Nachforschung, Rückgriff auf Datenanbieter, Sachverständige oder eben vertretbare Annahmen. Hier ganz interessant, im Unterschied zu den Vorentwürfen gibt es in den RTS jetzt keine Vorgabe mehr, in welcher Reihenfolge diese unterschiedlichen Datenquellen einzusetzen sind.
Das ist auch anders als bei der Taxonomie, wo es eine Priorisierung, eine Hierarchie gibt, dazu später mehr, aber hier bei dem PAI eben grundsätzlich eine freie Wahl zwischen den Datenquellen. Auch wenn hier grundsätzlich vertretbare Annahmen zulässige Datenquelle ist, werden in der Praxis wohl Echtdaten genutzt werden, sofern sie verfügbar sind. Weitere Elemente zum Best-Efforts-Prinzip von dir, Heike. Kommt und jetzt von mir, genau. Slide. Und einmal bitte den nächsten Slide. Im Test hat das alles funktioniert, wie das so immer ist, aber davon lassen wir uns nicht abhalten. So, die erste Frage haben wir jetzt besprochen, dann kommen wir zur nächsten Frage und ich glaube, das ist eine, die sehr viele von Ihnen umtreibt, nämlich die Frage, was bedeutet eigentlich Best Efforts oder die deutsche Variante davon, sich nach besten Kräften zu bemühen. Dieses Prinzip finden Sie in Artikel 7 der RTS im Hinblick auf die Schritte, die ein Fondsmanager unternehmen muss, um seine PAI-Erklärung zu erstellen und abzugeben. Was heißt das eigentlich, Best Efforts? Das ist ein sehr unglücklicher Begriff, denn Best Efforts in Englisch oder nach besten Kräften ist jetzt sozusagen für die Juristen unter uns ist kein feststehender juristischer Begriff, damit ist nicht klar, bis an welche Grenze der Anstrengung das geht. Deshalb ist dieser Begriff auch von vornherein, auch schon im ersten Report und den Stellungnahmen dazu sehr stark kommentiert worden. Man hat gesagt, man müsste jetzt irgendwie klar machen, dass damit irgendwie eine Zumutbarkeitsgrenze gesetzt wird, dass also nicht darauf ankommt, dass man alles macht, was irgendwie Menschen möglich ist, sondern dass man das unternimmt, was im Hinblick auf das Geschäft des Fondsmanagers, auf die Art der Produkte, der Assets etc. sinnvoll ist. Da gab es aber keine Klarstellung, was umgekehrt aber auch nicht heißt, dass das zwingend auch bedeutet, dass man alles unternehmen muss, was möglich ist. Ein Beispiel, das sich hier heranziehen lässt, die ESAs haben kürzlich einen Bericht erstellt. Die haben sich das freiwillige PAI-Reporting aus Level 1-Ebene angeschaut und haben es positiv hervorgehoben, wenn in der PAI-Erklärung ausdrücklich über Datenlücken und Bemühungen zur Schaffung einer besseren Datengrundlage gesprochen wurde. Das zeigt also, es gibt keine Pflicht, absolut zu liefern. Aber die Frage ist natürlich immer, was heißt das eigentlich in der Praxis? Wo ist die Grenze? Also wenn wir uns das Thema anschauen, würden wir sagen, es reicht wahrscheinlich nicht aus, zu sagen, ich stütze mich auf eine der möglichen Datenquellen. Zum Beispiel, ich frage bei einem Datenanbieter an und der sagt, ich habe nichts. Ja gut, dann reicht es aus. Dann sage ich halt einfach, es gibt keine Daten. Das ist wahrscheinlich von dem Best-Efforts-Prinzip, wenn man es übersetzt in zumutbare Anstrengungen, gefordert. Also es gibt mehr, was davon gefordert ist. Wahrscheinlich wird es schon erforderlich sein, verschiedene Datenquellen anzusteuern und zu schauen, ob da was verfügbar ist. Und als Fallback-Lösung gibt es natürlich immer auch die Möglichkeit, dann auch vertretbare Annahmen oder reasonable assumptions, wie das auf Englisch heißt, zu treffen, also tatsächlich auch mit Schätzungen oder Proxys zu arbeiten. Auch das findet natürlich seine Grenze darin, wo man sagt, was auch immer da bei einer Schätzung rauskommt, ich habe schon gar keine Datengrundlage, um eine Schätzung vorzunehmen. Oder vielleicht ist das, was bei der Schätzung rauskommt, passt überhaupt nicht zu meinem Portfoliounternehmen. Und letztendlich ist ja auch nicht Sinn und Zweck der PAI-Erklärung, einen falschen Eindruck zu erwecken. Deshalb findet auch diese Anforderung, über vertretbare Annahmen nachzudenken, am Ende die Grenze eben bei der Zumutbarkeit. Es wird in gewisser Weise wird das eine sich bewegende Grenze sein, denn die Marktlage und die Datenverfügbarkeit wird sich ja so hoffentlich laufend verbessern. Und das heißt natürlich, dass eine Situation, wo man jetzt sagt, okay, es gibt keine Daten und ich kann mit den vorhandenen Daten auch keine vertretbaren Annahmen treffen, dass man die als Fondsmanager natürlich laufend irgendwo validieren muss und schauen muss, haben sich die Datenquellen geändert, hat sich die Datenlage verbessert, stimmt diese Aussage immer noch. Und das ist aus unserer Sicht so der praktikabelste Weg, mit dem Thema umzugehen. Die nächste Frage, Jan, das liegt bei dir. Sehr gern. Von mir die Frage, müssen Datenlücken bei bestimmten PAI-Indikatoren und oder für bestimmte Asset-Klassen dann ausdrücklich offengelegt werden? Und wenn ja, wo und wie? Grundsätzlich gibt es in der Vorlage der PAI-Tabelle hier aus den RTS den Abschnitt Beschreibung der Strategien zur Feststellung und Gewichtung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Das wird man gleich auch auf der nächsten Folie sehen. Dort sollen dann auch ausdrücklich nach den RTS Methoden, Fehlermargen und die verwendeten Datenquellen sowie eben die Aussagen zum Best-Efforts-Prinzip offengelegt werden. Grundsätzlich bietet es sich dann an, hier auch Datenabdeckung, Datenlücken und Schätzung offenzulegen. Wir würden aber empfehlen, hier tatsächlich eine generische Beschreibung über alle PAI-Indikatoren hinweg
zu machen, auch gegebenenfalls differenziert nach Assetklassen, und dann für eine Transparenz die Spalte Erläuterung zu nutzen, die Sie gerade auf der Slide sehen, auf der Tabelle. Denn hier könnte man dann bei der Erläuterung jeweils die Datenquellen offenlegen und auch den Grad der Datenabdeckung und hier auch gegebenenfalls nach Assetklassen differenzieren. An dieser Stelle vielleicht auch der Hinweis, den Datenabdeckungsgrad und die Anzahl der Schätzungen, das ist auch ein Aspekt, ein Datenfeld, was dann im EET abgefragt wird und eben über diesen Kanal zu erfahren ist. Gerne weiter zu dir, Heike, mit der achten Frage. Und dem nächsten Slide, bitte. Hier sind wir immer noch im Bereich der PAI-Erklärung. Die nächste Frage ist natürlich auch sehr spannend, gerade im Hinblick auf den zukünftigen Umgang mit der PAI-Erklärung. Reicht es eigentlich aus, dass man die PAI-Daten, also die Daten zu den PAI-Indikatoren, beschafft und offenlegt? Oder gibt es in irgendeiner Weise auch eine Verpflichtung, Maßnahmen zu treffen, um diese PAI zu vermeiden oder zu verringern? Das ist eine interessante Frage, weil eigentlich handelt es sich ja bei der SFDR und bei den Ausführungsvorschriften um eine reine Offenlegung. Also prinzipiell sollen daraus keine Handlungspflichten abgeleitet sein. Nichtsdestotrotz lässt sich erkennen, dass es hier zumindest auch eine gewisse Intention seitens der Kommission und auch der ESAs gibt, entweder Maßnahmen zu treffen oder auch sehr deutlich offenzulegen, dass man keine Maßnahmen getroffen hat. Das sieht man ja schon hier an diesem Teil der Erklärung, in dem halt auch gesagt wird, was sind eigentlich die Strategien zur Feststellung und Gewichtung, was ist die Mitwirkungspolitik, was sind eigentlich, und das sah man auf dem Slide vorher, was sind die ergriffenen und geplanten Maßnahmen pro PAI-Indikator? Was es hier sicherlich nicht gibt, ist die Verpflichtung, bestimmte Maßnahmen zu treffen oder Grenzwerte oder Ausschlüsse festzulegen. Und es geht nicht prinzipiell um Ausschlüsse an sich. Wie man hier sieht, kann es auch um Mitwirkung, es kann auch um Engagement gehen. Die grundsätzliche Idee hier ist schon zu sagen, wenn ich etwas offenlege, dann muss ich das auch tun. Also sozusagen, wenn ich hier ergriffene Maßnahmen beschreibe, dann müssen sie auch richtig und zutreffend sein. Und wenn ich dauerhaft feststelle, möglicherweise, dass diese Maßnahmen keine Wirkung erzielen, weil sie nicht geeignet sind, eine Wirkung zu erzielen, dann kann ich sie natürlich ab einem bestimmten Zeitpunkt auch nicht mehr als Maßnahme zur Verbesserung dieses Indikators aufführen. Als Beispiel, wenn meine Maßnahme zur Verringerung der Treibhausgasemissionen in einer bestimmten Unternehmenskonstellation ist, dass ich halt immer wieder mit denen rede und ich mache das jetzt seit 5 Jahren und es hat sich nichts geändert, dann ist vielleicht der Punkt, wo man am Ende sagt, na gut, vielleicht ist dann Engagement hier nicht die sinnvolle Maßnahme und vielleicht kann ich nach einem bestimmten Zeitraum auch nicht mehr sagen, also Engagement ist meine Maßnahme, weil ich ja letztendlich festgestellt habe, dass sie nicht funktioniert. Was aber nochmal ganz klar ist, es gibt weder die Pflicht, tatsächlich auch eine Maßnahme zu treffen, es gibt nur die Pflicht, das zu tun, was die hier offenlegen. Also das muss richtig sein. Und es gibt auch nicht die Pflicht, zu irgendeinem Erfolg zu liefern. Das heißt, wenn Ihre Maßnahmen keinen Erfolg zeigen, berücksichtigen Sie natürlich trotzdem die PAI. Aber ab einem bestimmten Punkt können Sie vielleicht bestimmte Maßnahmen nicht mehr als Maßnahmen aufführen, wenn Sie festgestellt haben, dass sie nicht funktionieren. Damit würden wir jetzt auf dem nächsten Slide übergehen zum Thema vorvertragliche Offenlegung. Nächster Slide, bitte. Und hier steigen wir natürlich mit einer Vielzahl von Fragen ein, die Ihnen vielleicht auch bekannt vorkommen, da die sich jeder stellt, der entsprechend die Vorlagen schon mal ausgefüllt hat oder dabei ist, sie auszufüllen. Und Jannis, ich würde dich bitten, direkt mit der ersten Frage einzusteigen. Sehr gern. Vielleicht als kurze Einführung die Frage 1. Wie müssen denn die Offenlegung für einen Artikel 8 Fonds zur Verfügung gestellt werden? Nämlich nach der SFDR-Logik vorvertraglich, regelmäßig und auf der Internetseite. Grundsätzlich im Hinblick auf die vorvertragliche und die periodische regelmäßige Offenlegung wird angeknüpft an die Offenlegungspflichten für OGAVs und AIFs nach der OGAV-Richtlinie und der IFMD. Die Internetseitenoffenlegung nach Artikel 10 SFDR ist aber tatsächlich SFDR-spezifisch. In welchem Dokument muss dann die jeweilige Offenlegung publiziert werden? Vorvertraglich ist das insbesondere eben der Verkaufsprospekt im Publikumsfondsbereich oder das 23 IFMD-Dokument beziehungsweise in Deutschland das 307 KGB-Dokument. Hier wichtig, die Vorlage oder die englische Bezeichnung, die Templates, die SFDR-Templates sind hier grundsätzlich als Anhang beizufügen, aber im Hauptteil ist nach den RTS eine deutlich sichtbare Erklärung
auf den Anhang einzufügen, da unser Vorschlag, das entweder fett oder mit Kasten prominent hervorzuheben. Der regelmäßige Bericht wird dann im Jahresbericht zu veröffentlichen sein. Hier die gleiche Logik, grundsätzlich im Anhang und auch im Hauptteil des Jahresberichts den Verweis auf den Anhang hier auch prominent hervorgehoben. Für die Internetseite gibt es tatsächlich keine Vorlage, kein Template, kein Muster, aber sehr spezifische Detailvorgaben in den RTS. Dazu kommen wir später im Detail. Wann und wo müssen jetzt diese SFDR-Offenlegung publiziert offengelegt werden? Grundsätzlich richtet sich das nach dem Hauptdokument. Das heißt, bei einem Verkaufsprospekt und einem Jahresbericht bei Fonds für Privatanleger wird das grundsätzlich in Verkaufsprospekt und Jahresbericht aufgenommen, der eben öffentlich auf der Internetseite zugänglich gemacht werden muss. Im professionellen, semiprofessionellen Bereich, das 307er Dokument oder der Jahresbericht, hier gibt es eigentlich grundsätzlich keine allgemeine Anforderung, dass diese Dokumente öffentlich zugänglich sein müssen. Daher werden diese Dokumente in der Praxis oft im passwortgeschützten Bereich auf der Internetseite zur Verfügung gestellt. Aber hier vielleicht ein Sonderfall, denn die Regelungen für die TRIPS-Verordnung werden für spezielle AIF, für semiprofessionelle Anleger ab 1. Januar 2023 Anwendung finden. Ab 1. Januar 2023 muss dann auch für semiprofessionelle Anleger nach der TRIPS-Verordnung zwingend ein TRIPS-Kit zur Verfügung gestellt werden, da semiprofessionelle Anleger Kleinanleger sind im Sinne der TRIPS-Verordnung. Und dieses TRIPS-Kit muss auch öffentlich auf der Internetseite zugänglich gemacht werden. Das TRIPS-Kit enthält zwar grundsätzlich keine SFDR-bezogene Information und ist damit eigentlich losgelöst von der vorvertraglichen SFDR-Offenlegung nach Artikel 8. Daher wird es eigentlich dabei bleiben, dass die vorvertragliche SFDR-Offenlegung auch bei Vorliegen einer Pflicht zur Erstellung eines TRIPS-Kit nur gegenüber dem jeweiligen semiprofessionellen Anleger erfolgen muss und es eben keine öffentliche Verfügbarkeit auf der Website geben muss. Hier ist aber etwas unklar, ob vielleicht grundsätzlich die Pflicht besteht, alle vorvertraglichen periodischen SFDR-Offenlegungen auf der Website offenzulegen. Denn wenn man sich den Wortlaut von Artikel 10 SFDR anschaut, dann steht dort eben ausdrücklich, dass auf der Internetseite neben den spezifischen Internetinformationen auch die Informationen nach Artikel 8 und Artikel 9 und auch die periodischen Offenlegungen nach Artikel 11 offengelegt werden müssen. Ergibt sich daraus jetzt eine separate Pflicht, das nur im Hinblick auf die SFDR-Offenlegung auch auf der Website vorzuhalten? Oder bleibt es dabei, dass es sich nach den Hauptdokumenten orientiert? Die aktuelle Marktpraxis ist wohl, dass es dabei bleibt, dass es nur auf die Hauptdokumente ankommt und dass nicht alles öffentlich auf der Website ist. Aber vielleicht wird sich das dann im semiprofessionellen Kontext ändern, wenn das TRIPS-Kit ab 1. Januar 2023 verpflichtend wird. Zur nächsten Frage. Wie ist mit den Fehlern in der Vorlage und nicht zutreffenden Fragen umzugehen? Hier noch einmal die Information, das haben Sie vielleicht auch schon bei der Umsetzung festgestellt. Es gibt in den final verabschiedeten Vorlagen-Templates der finalen RTS Fehler, sowohl in der englischen als auch in der deutschen Fassung. Plakatives Beispiel, in der deutschen Fassung lautet die Überschrift zur Artikel 8 Vorlage beispielsweise nachhaltiges Investitionsziel statt, wie es eigentlich heißen muss, ökologische und oder soziale Merkmale. Hier also unsere Empfehlung zur Finalisierung, zur Umsetzung nochmal den Abgleich mit den Vorentwürfen von der EU-Kommission, um hier diese Fehler nicht zu übertragen. Der BVI hat dazu eine gute Übersicht erstellt, sowohl im Hinblick auf die englischen als auch die deutschen Fassungen. Und der BVI hat wohl auch hier mit dem Ministerium, mit den ESAs und der EU-Kommission Kontakt aufgenommen. Ein anderes Thema, was virulent wurde durch das Kommuniqué der CSSF vom 27. Juli 2022. Die CSSF sagt, dass grundsätzlich bei den Vorlagen, bei den Templates, die Abschnitte, die für konkrete Produkte nicht relevant sind, grundsätzlich beizubehalten sind und als nicht anwendbar gekennzeichnet werden müssen. Das steht aber eigentlich im Widerspruch zu den ausdrücklichen Bearbeiterhinweisen der ESAs in den Templates. Deswegen würden wir hier tatsächlich empfehlen, weiterhin den Bearbeiterhinweisen der ESAs zu folgen und die nicht anwendbaren Abschnitte komplett wegzulassen. Rüber zu dir, Heike, und Frage 3 und den Altfonds.
Sehr gerne. Das ist eine Frage, die jetzt zuletzt sowohl von der Kommission als auch von der BaFin adressiert wurde. Die Frage, die sich hier stellt, und die ist natürlich besonders interessant für den Bereich geschlossener Fonds bei Alternatives, inwiefern eigentlich die Offenlegungspflichten nach Artikel 8 und Artikel 9 SFDR auch für Fonds gelten, die vor dem 10. März 2021, also dem Erstanwendungsdatum der SFDR, aufgelegt worden sind. Die Kommission hat hier eine klare Aussage getroffen, hat gesagt, also die vorvertraglichen Offenlegungspflichten können natürlich für solche Fonds keine Anwendung mehr finden, die gar nicht mehr vertrieben werden seit dem 10. März 2021. Hier sind aber nach Ansicht der Kommission sowohl die Website-Offenlegung als auch die regelmäßige Offenlegung im Jahresbericht zu berücksichtigen. Gerade im Hinblick auf die Website-Offenlegung ist das ein bisschen schwierig konzeptionell zu verstehen, denn die Website-Offenlegung gilt als Ergänzung der vorvertraglichen Offenlegung. Wenn es keine vorvertragliche Offenlegung gibt, macht eigentlich auch die Website-Offenlegung keinen Sinn, aber das ist die klare Aussage der Kommission. Jetzt ist natürlich die Frage, was mache ich denn eigentlich, weil für meine Altfonds, die nicht mehr im Fundraising waren seit dem 10. März 2021, habe ich natürlich möglicherweise Nachhaltigkeitsgesichtspunkte irgendwo berücksichtigt oder auch beworben, aber ich habe mich dann natürlich noch nicht an die Kategorien aus Artikel 8 und Artikel 9 SFDR gehalten, weil die gab es ja zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Hier ist schon sinnvoll, diese Fonds zu überprüfen. Dankenswerterweise hat die BaFin jetzt kürzlich in ihren Fragen und Antworten zur SFDR vom 5. September tatsächlich auch nochmal eine Erleichterung veröffentlicht, hat gesagt, naja, sie findet diese Auslegung durch die Kommission überraschend. Sie wäre davon ausgegangen, dass da gar nichts gilt für die vor dem 10. März aufgelegte und nicht mehr vertriebenen Altfonds. Sagt aber gut, um die Auffassung der Kommission komme ich jetzt nicht drum herum. Es muss also prinzipiell untersucht werden, ob man, als diese Fonds im Vertrieb waren, eben Aussagen getroffen hat, die den Fonds als Artikel 8 oder Artikel 9 klassifizieren. Höchstwahrscheinlich wird man nicht dahin kommen, dass man im Rahmen des Artikel 9, ist der ja sehr spezifische Anforderungen im Hinblick auf das Versprechen nachhaltiger Investitionen und die einzelnen Komponenten daraus betrifft. Aber es ist natürlich denkbar, dass man auch vor dem 10. März 2021 Fonds eben mit bestimmten ökologischen oder sozialen Merkmalen beworben hat. Die BaFin sagt aber gut, du sollst jetzt nicht bitte ad infinitum in die Vergangenheit gehen und dir alles angucken. Also grundsätzlich ist davon auszugehen, wenn du die Produkte seit 10 Jahren nicht mehr vertrieben hast, also seit dem 10. März 2011, besteht hier keine Prüfungspflicht und du hast natürlich auch im Hinblick auf die rückwärts gerichtete Prüfung aus ausreichend Zeit und wir werden hier auch nicht direkt einschreiten. Aus der Aussage der EU-Kommission für die nicht mehr vertriebenen Altfonds lässt sich eben auch ableiten, dass alles, was vorvertraglich zu passieren hat, also insbesondere auch die Offenlegung nach Artikel 6, die jetzt unabhängig von der Einstufung der Fonds im Hinblick auf Nachhaltigkeitsrisiken zu erfolgen hat, dies natürlich auch nicht mehr zu machen, weil einfach diese vorvertragliche Vertriebssituation nicht mehr besteht. Damit würde ich zur nächsten Frage und zum nächsten Slide übergehen. Janis. Sehr gerne. Jetzt sehen wir hier die zentrale Box, die das Template einleitet. Und dazu die erste Frage. Was muss denn dann hier beim Mindestanteil nachhaltiger Investitionen angegeben werden, sofern ein Artikel 8 Produkt denn solche nachhaltige Investitionen anstrebt? Grundsätzlich ist an dieser Stelle tatsächlich bei der Prozentualangabe nur die nachhaltigen Investitionen insgesamt anzugeben. Im weiteren Verlauf des Templates gibt es dann einen Split auf die taxonomiekonform nachhaltigen Investitionen, die nicht taxonomiekonform umweltbezogenen nachhaltigen Investitionen und soziale nachhaltige Investitionen vorzunehmen. Hier an dieser Stelle aber für nachhaltige Investitionen insgesamt. Und wichtig, hier sind nur solche nachhaltigen Investitionen erfasst, die der Fonds auch konkret anstrebt. Also keine Zufallsposition. Dann stellt sich hier die nächste Frage, ist denn der angegebene Mindestanteil verpflichtend und was muss unternommen werden, um den Mindestanteil zu erreichen? Da würde ich gerne nochmal an dich weitergeben, Heike. Sehr gerne. Ich krieg immer die schwierigeren Fragen, aber das ist in Ordnung. Ja, also die Frage, inwieweit dieser Mindestanteil verpflichtend ist, ist natürlich eine besonders wichtige Frage für die Alternative Investment Industrie, denn häufig werden die Fonds ja als geschlossener Blindpool aufgelegt, wo man natürlich eine gewisse Anlagestrategie hat, aber ja nicht von vornherein weiß, welche Vermögensgegenstände, welche Assets man tatsächlich erwerben wird.
und wie das dann eben auch mit der Einordnung der einzelnen Assets im Hinblick auf nachhaltige Investitionen, taxonomiekonforme Investitionen etc. sein wird. Deshalb gab es über dieses Thema Mindestanteil sehr, sehr viel Diskussion, auch im Rahmen anderer Branchenverbände, wie zum Beispiel Invest Europe, dem Europäischen Private Equity Verband. Und so ein bisschen auch diese Überlegung, kann man eigentlich sagen, ja, das ist mein geplanter Mindestanteil. Wenn es halt nicht funktioniert hat, hat es nicht funktioniert, aber ich hatte gute Absichten. Das lässt sich wahrscheinlich dauerhaft nicht ganz so vertreten. Die ISAs haben sich jetzt in ihrer Clarification vom 2. Juni, auf die wir schon mehrfach Bezug genommen haben, zumindest für den Mindestanteil taxonomiekonformer Investitionen darauf festgelegt, dass sie gesagt haben, der Mindestanteil taxonomiekonformer Investitionen soll einen verbindlichen Charakter haben, weil es eben unter anderem, weil es auch die Grundlage für die Nachhaltigkeitspräferenzen ist. Die gleiche Argumentation könnte man für den Anteil nachhaltiger Investitionen gesamt heranziehen, aber die ESAs äußern sich eben erstmal nur zu den taxonomiekonformen Investitionen und die sagen halt eigentlich vom Grundprinzip her ist das genauso wie jede andere Vorgabe oder jedes andere Versprechen, was ich in der Anlagestrategie im Hinblick auf die Vermögensallokation abgebe. Also Beispiel, wenn ich einen Infrastrukturfonds auflege, wo ich sage, dieser Fonds macht Mobilitätsinfrastruktur in Europa, dann bin ich natürlich auch an diese Festlegung gebunden und kann nicht sagen, ach, ich habe jetzt plötzlich in Asien im Bereich irgendwie Gas- und Ölinfrastruktur eine tolle Möglichkeit gefunden, da gehe ich jetzt mal hin. Also das ist ein bisschen als überspitztes Beispiel formuliert. Und deshalb sagt die ESA halt auch, zumindest im Hinblick auf die taxonomiekonformen Investitionen, soll sich die Nichteinhaltung dieser Vorgabe nach den sonst geltenden Grundsätzen für verbindliche Teile der Anlagestrategie im Rahmen der AFM-Richtlinie richten. Das heißt letztendlich, wahrscheinlich muss man schon so eine Art laufendes Investment-Controlling haben und schauen, wie sieht es denn jetzt eigentlich aus mit meinem Mindestanteil? Was mache ich denn eigentlich? Weil das ist ja das nächste Problem bei Alternative Investment Fonds geschlossenen. Ich kann ja jetzt nicht einfach hingehen, gut, dann tausche halt den Vermögenswert aus, dann kaufe ich was anderes, verkaufe das, wie das bei liquiden Vermögenswerten funktionieren. Also muss man da andere Möglichkeiten finden, mit dem Thema umzugehen. Wie schon gesagt, die ESAs äußern sich hier nur zu den taxonomiekonformen Investitionen, aber vielleicht interessant als Hintergrund ist, es gibt, das haben wir jetzt noch nicht erwähnt, aber es gibt noch ein weiteres Briefing. Es waren sehr beschäftigter Mai und Juni für uns dieses Jahr und für viele andere von Ihnen wahrscheinlich auch. Die ESMA hat ein Supervisory Briefing rausgegeben am 31. Mai, wo sie sich mit der Frage beschäftigt hat, was müssen eigentlich die Aufsichtsbehörden zukünftig bei der Prüfung der Einhaltung der SFDR und der Taxonomie so berücksichtigen. Und sie sagt beispielsweise, also für sie ist es ein mögliches Paradebeispiel von Greenwashing, wenn halt ein Artikel 9-Fonds nachhaltige Investitionen verspricht und ein großer Anteil der Investitionen in einem Artikel 9-Fonds letztendlich keine nachhaltigen Investitionen sind. Das heißt, hier sollte man schon vorsichtig sein. Was wir so in der Praxis sehen, was man sicherlich machen kann, ist halt entweder, wenn man ihn nicht braucht, halt dann vielleicht auch gar keinen Mindestanteil zusagen. Ist natürlich die Frage, was braucht man für die Nachhaltigkeitspräferenzen? Oder vielleicht kann man auch durch eine abgestufte Offenlegung oder Einführung dieses Mindestanteils irgendwie Flexibilität schaffen, indem man zum Beispiel sagt, der Mindestanteil gilt erst, wenn der Fonds eine bestimmte Größe erreicht hat oder er gilt nicht in der Anlaufphase, er gilt nicht in der Verkaufsphase, dass man da irgendwo über eine sehr klare Offenlegung Grenzen einzieht, die das Ganze operabel macht. Sollte das am Ende passieren, dass eben der Mindestanteil nicht eingehalten wird, müsste man das natürlich auch in der regelmäßigen Offenlegung dann berücksichtigen. Damit weiter zur nächsten Frage und zum nächsten Slide, bitte. Und das liegt jetzt bei dir, Jannis. Sehr gern. Zur sechsten Frage, nämlich, ob die ökologischen oder sozialen Merkmale eines Artikel 8-Fonds Einfluss auf den Fondsnamen haben. Grundsätzlich ist erstmal festzuhalten, dass es in der SFDR keine Vorgaben gibt, welche Namen Fonds nutzen dürfen oder nicht. Nichtsdestotrotz hat sich die ESMA in ihrem Supervisory Briefing, auf das Heike gerade schon verwiesen hat, am 31. Mai 2022 genau zu diesem Thema zu Vornamen geäußert. Vielleicht noch eine kleine Erinnerung an dieser Stelle. Wir alle erinnern uns an den BaFin-Entwurf zur geplanten Richtlinie für eine nachhaltige Publikumsinvestmentvermögen. Die BaFin hat ja eigentlich diese Richtlinie zurückgestellt, wendet aber manche Grundsätze bei den Publikumsfonds weiter an. Zum Beispiel müssen nachhaltige Fonds mindestens 75% in nachhaltige Anlagen investieren, mit mindestens 75% des Investmentvermögens eine nachhaltige Anlagestrategie verfolgen oder einen nachhaltigen Index abbilden. Das nur am Rande.
Interessant ist eben, dass die ESMA jetzt grundsätzlich empfiehlt, dass die Aufsichtsbehörden die folgenden Grundsätze bei der Aufsicht berücksichtigen sollen. Es ist also grundsätzlich ein Thema, mit dem sich Fondsmanager gegebenenfalls auseinandersetzen sollten. Die ESMA sagt, dass die Namen von Fonds nicht irreführend sein sollen, also dass insbesondere die Verwendung von Begriffen wie ESG, Green, Sustainable, Social, Ethical und Impact oder andere ESG-Begriffe nur dann verwendet werden sollen, wenn sie durch Nachweise von Nachhaltigkeitsmerkmalen, Themen oder Zielen auch wesentlich unterstützt werden und dies auch explizit in den Anlagezielen und in der Anlagepolitik des Fonds reflektiert wird. Obwohl es eigentlich keine Vorgaben gibt für die konkrete Namensnutzung, äußert sich die ESMA dann doch etwas konkreter und sagt, Sustainable sollten eigentlich nur dann Fonds im Namen tragen dürfen, wenn sie auch nachhaltige Investitionen haben. Also in unserem Fall des Artikel 8 Produkts soll es also grundsätzlich ein Artikel 8 Fonds sein, der auch nachhaltige Investitionen anstrebt. Es gibt auch eine Aussage zu der Nennung Impact im Namen. Das sollten grundsätzlich nur Fonds machen, die gleichzeitig neben dem Financial Return auch einen positiven, nachhaltigen Umwelt- oder Sozial-Impact anstreben. Indexprodukte sollen nur dann ESG-Elemente auch im Namen haben dürfen, wenn der Index wesentliche ESG-Eigenschaften hat. So wäre es beispielsweise laut ESMA nicht ausreichend, wenn der Index nur wenige Aktien ausschließt, beziehungsweise sich eigentlich nicht wesentlich von Nicht-ESG-Indizes unterscheidet. Zur Frage 7 und den Nachhaltigkeitsindikatoren hier an dieser Stelle des Templates. Hier sehr hilfreich auch die ESAS-Klarstellung vom 2. Juni 2022, die nochmal explizit die verschiedenen Konzepte, die Indikatorenkonzepte abgrenzen. Hier sind mit den Nachhaltigkeitsindikatoren grundsätzlich solche Indikatoren gemeint, die hier beim Artikel 8 Produkt genutzt werden, um die Erreichung der ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen. Analog dann beim Artikel 9 Produkt die Indikatoren, die die Erreichung des Umwelt- oder Sozialziels messen sollen. Konkrete Beispiele wären im Fall eines Artikel 8 Produkts beispielsweise ein Fonds, der das ökologische Merkmal Klimaschutz bewirbt. Hier könnte ein Nachhaltigkeitsindikator, einer von mehreren sein, dass die Treibhausgasintensität der Produktion der Unternehmen im Vergleich zum Marktstandard besser ist. Im Fall eines Artikel 8 Fonds mit sozialem Merkmal könnte beispielsweise das Merkmal der Zugang zu wesentlichen Dienstleistungen und Produkten sein, die beworben werden. Hier wäre beispielsweise dann im Bereich Immobilien der Nachhaltigkeitsindikator die Anzahl von Investitionen in Sozialwohnungen. In den Clarifications der ESAS wird auch nochmal ganz deutlich bestätigt, dass hier diese Nachhaltigkeitsindikatoren etwas anderes sind als PAI-Indikatoren. Aber, und das macht es nochmal spannend, grundsätzlich können diese PAI-Indikatoren auch als Nachhaltigkeitsindikatoren hier zur Messung der Erreichung der ökologischen und sozialen Merkmale herangezogen werden. Und damit komme ich direkt zur Frage 8. Die ESAS sagen nämlich in den Klarstellungen, das ist grundsätzlich möglich. PAI-Indikatoren können hier auch als Nachhaltigkeitsindikatoren genutzt werden. Hier vielleicht ein konkretes Beispiel. Wenn wir nochmal an den Fonds denken mit dem ökologischen Merkmal Klimaschutz, dann könnte hier als PAI-Indikator Treibhausgasintensität genutzt wird, was gleichzeitig Nachhaltigkeitsindikator ist. Das würde beispielsweise im Zuge eines Best-in-Class-Ansatzes funktionieren. Die Investitionsunternehmen sollen immer im oberen Drittel eines Panels von Vergleichsunternehmens im Hinblick auf die Treibhausgasintensität sein. Sie sehen dies hier als ein Beispiel, Best-in-Class. Eine andere Umsetzungsmöglichkeit wäre natürlich auch die Nutzung von absoluten Reduktionszielen für die Umsetzung von PAI-Indikatoren als Nachhaltigkeitsindikatoren. Und noch ein weiterer Hinweis aus den Klarstellungen der ESAS. Wenn hier tatsächlich PAI-Indikatoren genutzt werden als Nachhaltigkeitsindikatoren, dann ist das erstmal unabhängig von dem Konzept aus Artikel 4 und Artikel 7 der PAI-Berücksichtigung auf Unternehmens- und Produktebene. Aber dazu später mehr. Und gerne zu dir, Heike, mit der 9. Frage. Wie wird festgestellt, ob die Investition in ein Unternehmen eine nachhaltige Investition ist?
Vielen Dank und auch vielen Dank fürs Weiterschalten. Vielleicht als kurzer Zwischenstand, Sie hören uns, so hoffen wir zumindest, weil wir Sie nicht sehen, ja jetzt seit über einer halben Stunde gebannt zu. So hoffen wir. Und dieses Webinar war prinzipiell angesetzt bis 12 Uhr. Herr Rentrop und ich können noch länger. Wir können uns sehr lange über diese Themen austauschen. Wir werden aber jetzt versuchen, ein bisschen das Tempo anzuziehen, damit wir möglichst viele der Fragen noch mit Ihnen behandeln können. Wir wissen, dass Ihre Zeit kurz gesät ist, das, zu dem wir nicht kommen, können wir natürlich auch gerne noch im Nachgang mit Ihnen aufgreifen. Deshalb werden wir jetzt ein bisschen das Tempo anziehen und Sie sehen hier gleich einen ganzen Block, der sich mit dem Thema nachhaltige Investitionen befasst und da starten wir dann gleich rein. Was bedeutet das eigentlich, ob die Investition in ein Unternehmen eine nachhaltige Investition ist? Welche Bestandteile sind da erforderlich? Die SFDR gibt da sehr klar vor, es gibt drei verschiedene Komponenten, nämlich es muss einen Beitrag zu einem Umwelt- oder Sozialziel geben, es muss dieses sogenannte Do No Significant Harm Prinzip, DNSH-Prinzip muss erfüllt sein und das Unternehmen muss über Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung verfügen. Aber dabei geht es nicht um das Unternehmen, außer bei den Verfahrensweisen der guten Unternehmensführung, sondern es geht um konkrete Wirtschaftstätigkeiten, die das Unternehmen ausführt. Das ist ein ähnliches Konzept wie bei der Taxonomie. Also auch bei der Taxonomie geht es ja nicht darum, das einzelne Unternehmen an sich zu beurteilen, sondern erstmal zu sagen, habe ich eigentlich eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die eben die Taxonomieanforderungen erfüllt oder hier in diesem Kontext, die eben als nachhaltige Wirtschaftstätigkeit einen Beitrag zu einem Umwelt- oder Sozialziel leistet. Anders als bei der Taxonomie ist hier prinzipiell nicht definiert, was ein Umwelt- oder Sozialziel ist. Zwingend als Ausschuss werden verschiedene Beispiele genannt. Und hier kann der Fondsmanager sein eigenes Ambitionsniveau auch prinzipiell festlegen. Das DNSH-Prinzip als sozusagen Checks and Balances, das ist mein Ziel und hier unten stelle ich sicher, dass ich keinen erheblichen Schaden zufüge. Das ist sehr spezifisch in den RTS geregelt, nämlich einmal als Berücksichtigung der PAI-Indikatoren aus Tabelle 1, Anhang 1 und möglicherweise weitere anwendbare aus den Folgetabellen und Einklang mit den sogenannten Mindestschutz oder Minimum Safeguards. Da kommen wir später noch dazu. Bei den Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung werden auch nur wieder Beispiele genannt, ist aber eine sehr wichtige Komponente, auf die die ESAs zukünftig auch weiter Aufmerksamkeit legen werden. Die interessante Frage, die sich natürlich jetzt hier stellt, wann ist eigentlich eine Wirtschaftstätigkeit nachhaltig und reicht es aus, wenn das Unternehmen nur besser ist als die Mitbewerber, also im Sinne des Best-in-Class-Ansatzes? Reicht es aus, wenn das Unternehmen prinzipiell vorhat, seine Geschäftstätigkeit anzupassen oder muss es einen Transitionsplan bezogen auf die konkrete Wirtschaftstätigkeit gehen? Das sind alles Fragen, die die ESAs jetzt gerade am 9. September auch nochmal der EU-Kommission vorgelegt haben, weil die selber so ein bisschen auch Probleme mit diesem Konzept nachhaltige Investitionen außerhalb der Taxonomie haben, wie eigentlich alle von uns. Da gibt es noch keine Antwort drauf und wir wollen es jetzt auch gar nicht festlegen, weil wir nicht wissen, wie die Kommission antwortet, aber so ein bisschen Gefühl aus der Arbeit damit haben wir natürlich schon. Also es wird sicherlich nicht so sein, dass jede Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, nur deshalb, weil die Wirtschaftstätigkeit ein bisschen besser ist als die der Mitbewerber, es ausreicht. Wir haben gestern so ein bisschen überlegt und gesagt, naja, eine nachhaltige Investition in ein ölproduzierendes Unternehmen, geht das tatsächlich nur, wenn man sagt, dieses ölproduzierende Unternehmen macht halt weniger Umweltverschmutzung als seine Mitbewerber, ist es dann tatsächlich trotzdem eine nachhaltige Investition? Wahrscheinlich eher nicht, weil das da ja schon am konkreten Beitrag sozusagen für ein Umwelt- oder Sozialziel fehlt und die Tatsache, dass man einfach etwas, was prinzipiell sehr schädlich ist, ein bisschen weniger schädlich macht, vielleicht hier nicht ausreichen könnte. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch zum Beispiel im Rahmen von Artikel 9 Fonds prinzipiell so Best-in-Class-Ansätze. Das Thema Transition ist ein sehr wichtiges Thema, dem leider die ESAs sehr kritisch gegenüberstehen. Also aus unserer Sicht reicht es wahrscheinlich nicht aus, wenn ein Unternehmen beispielsweise wie jetzt ein großes Unternehmen aus der Öl- und Gasindustrie einfach sagt, ja, prinzipiell habe ich vor, bis 2050 meinen Geschäftsbetrieb irgendwie umzustellen und klimaneutral zu werden. Sondern es muss auf die konkrete Wirtschaftstätigkeit ankommen. Wenn es aber für die ganz konkreten, nachvollziehbaren und auch zeitlich begrenzten Umstellungs- oder Transitionsplan gibt, dann müsste das aus unserer Sicht eigentlich ausreichen. Die ESAs sehen das aber möglicherweise kritischer.
Es gab mal die Diskussion mit den ESAs und der ESMA rund um das Thema Immobilienfonds. Sind eigentlich Managed-to-Green-Investitionen Artikel 9 fähig, ja oder nein? Mal schauen, was die Kommission jetzt sagt, weil die Kommission selber auf diesen Transitionsgesichtspunkt einen sehr großen Wert legt, wahrscheinlich auch größeren Wert als die ESAs. Die letzte Frage in dem Zusammenhang von mir ist natürlich die, wenn ich jetzt ein Unternehmen habe, das verschiedene Wirtschaftstätigkeiten ausübt, wie werden die eigentlich zueinander ins Verhältnis gesetzt? Also das kann ich eigentlich als Grundlage nehmen. Wie berechne ich das prozentual? Und hier ist natürlich, drängt sich eine Logik ähnlich wie bei der Taxonomie auf, dass man es umsatzbasiert macht oder je nach Art des Geschäftsmodells möglicherweise auch ausgabenbasiert, gerade wenn es um so Transitionsprojekte geht. Wenn natürlich ganz konkret nicht das Unternehmen selber, sondern eine spezifische Wirtschaftstätigkeit gefördert wird, zum Beispiel im Rahmen von einem Green Loan oder einem Green Bond, dann schaut man sich auch nur diese Wirtschaftstätigkeit an, nicht das Unternehmen als Ganzes. Der Janis wird jetzt noch ein paar weitere Fragen zum Thema Unternehmen und Zuordnung von Unternehmen übernehmen, weil das sehr viele Fragen sind, die für uns gerade gestellt werden. Zur nächsten Frage, der 12. Frage, nämlich ob es einen Schwellenwert gibt für nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, ab dem dann das ganze Unternehmen als nachhaltige Investition gilt. Nein, es gibt keinen ausdrücklichen Schwellenwert in der Regulatorik. Im Markt finden sich derzeit ziemlich unterschiedliche Ansätze und Schwellenwerte. Einige Fondsmanager machen es eigentlich wie bei der EU-Taxonomie und stellen tatsächlich auf die Umsätze aus nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten ab. Und dann werden eben auch auf der Fondsebene die Investitionen mit dem jeweils relevanten Umsatzteil berücksichtigt. Andere nutzen tatsächlich diese Schwellenwertlogik und sagen, dass ab einem bestimmten Mindestumsatz beispielsweise die gesamte Investition als nachhaltige Investition eingestuft werden kann. Auch hier legen dann die Fondsmanager selbst fest, was ein solcher Schwellenwert sein kann. Im Markt gibt es Werte wie 20, 40 oder 50%, die wir mitbekommen haben und die dann eben ausreichen, um die gesamte Investition als nachhaltige Investition qualifizieren. Hier ganz interessant, diese Methodenvielfalt hat natürlich dann ganz unterschiedliche, erhebliche Auswirkungen auf die Mindestanteile, die im Template, die in der vorvertraglichen Offenlegung an nachhaltigen Investitionen offengelegt werden kann und dann eben in den Prospekt aufgenommen wird. Zur nächsten Frage, die Frage 13, wie ist das Verhältnis zwischen nachhaltigen Investitionen nach SFDR und taxonomiekonform nachhaltigen Investitionen? Wir nennen die taxonomiekonform nachhaltigen Investitionen etwas immer wie den Platin-Standard der nachhaltigen Investitionen. Denn im Prinzip sind taxonomiekonforme nachhaltige Investitionen eine Teilmenge von nachhaltigen Investitionen nach SFDR. Aber eine taxonomiekonforme nachhaltige Investition ist nur dann auch eine nachhaltige Investition nach SFDR, wenn für sie zusätzlich auch die PI-Indikatoren berücksichtigt wurden. Das ist ein Element, was es in der Taxonomieprüfung so noch nicht gibt. Und ganz wichtig, eine Investition mit einem Umweltziel muss nicht zwingend die Taxonomiekriterien erfüllen. Zwischen taxonomiekonform nachhaltigen Investitionen und nachhaltigen Investitionen nach SFDR gibt es ein Stufenverhältnis. Das wird insbesondere dadurch deutlich, dass die Taxonomie von einem wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel spricht und die SFDR von einem bloßen Beitrag zu einem Umweltziel. Daher kann eine Investition immer noch dann eine nachhaltige Investition sein, wenn sie die Taxonomiekriterien nicht erfüllt, dafür aber die selbstdefinierten Ambitionslevel bzw. die Schwellenwerte, insbesondere für die Kriterien Beitrag zu einem Umweltziel bzw. DNSH nach SFDR. Und damit zur nächsten Folie, Frage 14 und zu dir, Heike. Sehr gerne. Also Sie merken, wir haben jetzt sehr viel über nachhaltige Investitionen gesprochen, auch wenn wir eigentlich gesagt haben, wir schauen uns ein Artikel 8 Produkt an. Das war auch unsere Zielrichtung. Mit Sicherheit werden die meisten der Fonds, mit denen Sie sich aktuell auseinandersetzen, Artikel 8 Fonds sein. Aber viele der Fragen, die sich stellen, wenn Sie denn einen Artikel 9 Fonds haben, und wir haben auch schon Artikel 9 Fonds in dem Zusammenhang beraten, die finden sich natürlich inzidenter hier in dieser Prüfung der nachhaltigen Investitionen. Insofern deshalb auch dieses große Augenmerk darauf, auch wenn natürlich viele der Artikel 8 Fondsprodukte aktuell keine nachhaltigen Investitionen haben. Hier beschäftigen wir uns mit dem Thema PAI-Indikatoren und Nutzung der PAI-Indikatoren im Rahmen des DNSH-Prinzips. Um das Ganze ein bisschen zu beschleunigen, Janis, würde ich jetzt die drei Fragen zusammen übernehmen. Zum Ausgang vielleicht nochmal dieses
Konzept der Berücksichtigung von PAI ist sicherlich das komplizierteste Konzept, was die SFDR und die RTS eingeführt haben. Und das ist auch der Kommission und den ESAs sehr klar. Die meisten Fragen richten sich danach. Und diese ESAs Clarifications, auf die wir uns schon mehrfach bezogen haben, beinhalten auch einen großen Teil oder starten direkt mit umfangreichen Seiten zur Frage, wie das jetzt eigentlich zu machen ist mit den PAI-Indikatoren. Was ein sehr wichtiges Finding ist, auch aus der Regulatorik und aus den Clarifications der ESAs, ist, dass es im Prinzip drei verschiedene Konzepte für die Nutzung der PAI-Indikatoren gibt. Es geht los mit der PAI-Erklärung auf Unternehmensebene, mit der wir vorhin in das Webinar gestartet sind. Dann gibt es noch die PAI-Erklärung auf Produktebene, zu der wir gleich kommen, weil sie im Template hier hinter ist. Und dann gibt es die Berücksichtigung oder die Nutzung der PAI-Indikatoren im Rahmen des DNSH-Prinzips. Und alle drei Nutzungsarten unterscheiden sich im Prinzip im Hinblick auf die Zielrichtung oder den Anwendungsbereich dieser PAI-Indikatoren. Wenn ich mir PAI-Indikatoren auf Unternehmensebene anschaue und darüber berichte, dann schaue ich mir halt das gesamte gemanagte Portfolio an. Natürlich muss ich sie letztendlich auch auf Ebene der Einzelinvestition erheben. Die Berichterstattung findet aber wirklich auf Ebene des gesamt gemanagten Portfolios statt. Auf der Produktebene wiederum bezieht sich natürlich auf den einzelnen Fonds und was innerhalb des Fonds passiert. Und hier sozusagen runtergebrochen im Rahmen des DNSH-Prinzips kommt es tatsächlich auf die einzelne nachhaltige Investition an. Und das alles sind drei unterschiedliche Konzepte, die auch nicht zwingend miteinander im Zusammenhang stehen. Also Unternehmensebene und Produktebene geht nur zusammen, aber DNSH-Prinzip für nachhaltige Investitionen geht beispielsweise auch ohne, dass man zwingend auf Produkt- oder Unternehmensebene PAI-Indikatoren berücksichtigt. Die nächste Frage lässt sich sehr kurz beantworten. Es gab in den ersten Entwürfen gab es immer die Diskussion, was heißt eigentlich if relevant? Also kann ich mir aus der Indikatorentabelle 1 aussuchen, was ich denn jetzt hier nehme? Das ist aber inzwischen geklärt auch seitens der Kommission und im Wortlaut der RTS. Also es müssen tatsächlich alle Indikatoren aus der Tabelle 1, die sogenannten Pflichtindikatoren, verwendet werden. Was heißt das hier eigentlich in dem Zusammenhang berücksichtigen? Hier gibt es tatsächlich eine Pflicht, also sozusagen eine gewisse Untergrenze einzuziehen. Das ist ja die Idee des DNSH-Prinzips. Und deshalb braucht es hier dann tatsächlich auch Schwellenwerte und Screenings und auch tatsächlich die Möglichkeit, Investitionen zu reklassifizieren oder auszuschließen beim Erwerb. Wie gesagt, Ausschluss oder Verkauf im Rahmen von Alternative Asset Fonds, geschlossenen Fonds ist natürlich schwierig. Aber diese Qualifikation als nachhaltige Investition hängt also ganz klar daran, dass auch bestimmte intern gesetzte Schwellenwerte erfüllt sind. Nächster Slide, bitte. Letzte Frage, die im Moment noch relativ ein Nischendasein hat im Zusammenhang mit der Prüfung nachhaltiger Investitionen, ist dieser sogenannte Mindestschutz, also die Einhaltung der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen. Aktuell ist es so, dass es im Markt meistens dadurch umgesetzt wird, dass man eben so eine Art negatives Kontroversenscreening hat. Das ist auch nicht immer sehr umfassend von der Abdeckung her, weil natürlich auch hier die Datenverfügbarkeit im Alternatives-Bereich wesentlich geringer ist. Das wird aber voraussichtlich so alleine nicht ausreichen. Die Plattform on Sustainable Finance, das Beratergremium der EU-Kommission im Zusammenhang mit Sustainable Finance, beschäftigt sich gerade damit und möchte im Prinzip im Rahmen der Taxonomie, aber die Prinzipien laufen hier gleich, tatsächlich eine aktive Prüfungspflicht in vier Dimensionen, nämlich bezogen auf Menschenrechte, auf Korruption, auf Steuerehrlichkeit und fairen Wettbewerb einführen, wo auch tatsächlich aktiv dann geprüft wird. Damit gehen wir über zum nächsten Slide und Janis, jetzt bist du wieder dran. Sehr gern. Ich mache jetzt den großen Block PAI auf Produktebene. Hier die erste Frage, gibt es denn eigentlich Regelungen in den RTS zur Berücksichtigung von PAI auf Produktebene? Das ist nicht der Fall, denn tatsächlich für den Artikel 7 SFDR, für die produktbezogene PAI-Berücksichtigung, gibt es keine Ermächtigungsgrundlage für die ESAs Detailvorgaben zu erfüllen. Das heißt, wir haben hier grundsätzlich nur die Level 1 Vorgaben. Was bedeutet Berücksichtigung von PAI auf Produktebene? Das ist immer noch etwas unklar, insbesondere weil es keine Detailvorgaben in RTS gibt. Deswegen haben die ESAs auch in ihren kürzlichen Fragen an die Kommission am 9. September nochmal ausdrücklich die Kommission gefragt, ob Product Level Consideration auch konkrete Maßnahmen bedeutet, gegebenenfalls Minimumkriterien oder ob hier eine bloße Sammlung von Daten und Offenlegung ausreicht. Nach unserem Verständnis
ist hier ein Gleichlauf wie bei der Unternehmensebene, sodass hier auch grundsätzlich Maßnahmen zur Verhinderung, zur Reduzierung von PAI erforderlich sind. Wichtig ist, auf der produktbezogenen Ebene gibt es grundsätzlich keine Vorgabe, dass zwingend die PAI-Indikatoren aus den RTS, aus dem Anhang 1, verwendet werden müssen. Aber in der Praxis wird es hier wohl auch einen Gleichlauf geben, denn die PAI-Daten müssen ja sowieso für die Unternehmensebene gesammelt werden. Berücksichtigung von PAI auf Produktebene würde dann also bedeuten, dass ich PAI als Teil meiner Anlagestrategie integriere, die PAI bewerte, Maßnahmen plane bzw. Ziele setze zur Vermeidung oder Verringerung und dann anschließend die Maßnahmen umsetze. Dies aber im Unterschied zur Unternehmensebene immer nur auf den konkreten Fonds. Zur nächsten Frage, welche Elemente müssen denn dann konkret hier im Template im Hinblick auf die Berücksichtigung von PAI auf Produktebene aufgenommen werden? Hier empfehlen wir, dass die PAI-Indikatoren genannt werden, die eben verbindliche Kriterien im Rahmen der Strategie sind, möglich auch die Beschreibung der Strategieansätze zur Berücksichtigung, also beispielsweise Ausschlüsse, Analysekriterien oder Engagement. Wie gerade schon gesagt, sind grundsätzlich die PAI-Indikatoren aus den RTS-Tabellen hier nicht verpflichtend, können aber optional verwendet werden, was sich in der Praxis sicherlich anbietet. Wichtig auch an dieser Stelle dann auch der Verweis auf die PAI-Informationen im Jahresbericht. Eine kurze Antwort auf Frage 20, welche Informationsquellen können verwendet worden und gilt hier auch das Best Efforts Prinzip? Dass hier keine Detailvorgaben gibt aus den RTS, ist der Fondsmanager im Hinblick auf die produktbezogene PAI-Berücksichtigung eigentlich frei in den Datenquellen. Es gilt auch nicht ausdrücklich das Best Efforts Prinzip, aber wir würden hier wohl auch sagen, dass die Best Efforts, das Best Efforts Prinzip Best Practice für die Produktebene ist. Zur Frage 21, wann ist die Checkbox Nein anzukreuzen und müssen dann gegebenenfalls weitere Informationen aufgenommen werden? Hier ist nach unserem Verständnis das Template nicht ganz korrekt, denn es gibt bei Nein keinen Bearbeiterhinweis auf weitere Informationen. Unseres Erachtens gibt es hier zwei Konstellationen. Wenn ein Fondsmanager PAI auf Unternehmensebene berücksichtigt, aber nicht auf Produktebene, was er darf nach Artikel 7, dann muss hier Nein angekreuzt werden, aber trotzdem der Verweis auf den Jahresbericht, auf die PAI-Informationen im Jahresbericht aufgeführt werden. Die andere Konstellation, wenn ein Fondsmanager PAI auf Unternehmensebene nicht berücksichtigt, dann sollte hier die Begründung kommen, warum der Fondsmanager auf Produktebene und Unternehmensebene nicht berücksichtigt. Und damit zur letzten Frage zum PAI-Komplex und zu dir, Heike. Bist noch auf Mute? Danke, das haben wir eingebaut als Test. um Sie alle noch wach zu halten, nachdem Sie schon eine Stunde mit uns durchgehalten haben. Was ich sagen wollte, ist eine interessante Frage, die sich im Zusammenhang mit diesem Thema PAI auf Produktebene stellt, ist halt, wie gehe ich damit um, wenn der Fondsmanager selber PAI auf Unternehmensebene nicht berücksichtigt. Die Konstellation stellt sich einmal, wenn man beispielsweise einen Fondsmanager hat, der gar nicht in der EU ansässig ist, sondern im Ausland. Und die Frage stellt sich auch sehr häufig im Zusammenhang mit dem Einsatz sogenannter Service-KVWs oder Service-IFMs in Luxemburg, die häufig sagen, dass sie es nicht berücksichtigen oder nur pauschal auf ihre Fondsmanager verweisen. Und hier ist die Regelung leider ganz klar oder sie ist einfach ganz klar. Also wenn nicht entweder die KVG selber oder zumindest der Fondsmanager PAI auf Unternehmensebene berücksichtigt, kann auch hier kein Kreuz bei Ja gesetzt werden. Das nimmt einem nicht die Möglichkeit, zum einen nachhaltige Investitionen zu tätigen und die PAI-Indikatoren im Rahmen des DNSH-Konzepts zu nutzen. Und es nimmt einem auch nicht die Möglichkeit, die PAI-Indikatoren als Nachhaltigkeitsindikatoren zu nutzen, so wie der Janis Rentrop das vorhin dargestellt hat. Aber ganz klar ist, hier kann man nicht Ja ankreuzen, wenn nicht entweder die KVG oder der Fondsmanager das auf Unternehmensebene berücksichtigt, weil das miteinander verbunden ist. Nächster Slide, bitte.
Wir reden ja jetzt viel über dieses Template und was alles in dieses Template gehört, aber eine interessante Frage bei den ökologischen und sozialen Merkmalen, die sich immer stellt, ist, wenn das eigentlich Elemente meiner Anlagestrategie sind, muss ich die dann nicht nur hier im Zusammenhang mit der Vorlage, sondern muss ich sie möglicherweise auch bei der allgemeinen Beschreibung meiner Anlagestrategie offenlegen? Also wenn ich zum Beispiel ein deutsches Sondervermögen habe, muss das in die Anlagerichtlinie rein, die Anlage zu den AVB oder AAB und BAB ist. Oder muss es bei einem Luxemburger Fonds in LPA und PPM an anderer Stelle, wie gesagt, das hier ist ja dann ein Bestandteil des PPMs als Anlage, muss es dort dokumentiert werden, wo die Anlagestrategie beschrieben ist. Und aus unserer Sicht gelten hier die allgemeinen Bewertungen für das Thema Anlagestrategie. Also wenn Sie natürlich ein Merkmal haben, was Ihre Anlageentscheidung determiniert, wenn Sie beispielsweise sagen, ich mache eine Art ESG-Scoring und ich investiere nur in Unternehmen, die einen bestimmten Score erfüllen, dann ist es etwas, was Ihre Anlageentscheidung determiniert und dann müssen Sie das natürlich auch in die Anlagestrategie zumindest als kurzen Hinweis integrieren. Details sind da sicherlich nicht erforderlich. Für Details kann man dann auf die Anlage hier auf die Vorlage verweisen. Ich mache einfach mal direkt weiter, Jannis, um das Ganze etwas zu beschleunigen. Die nächste Frage lässt sich eigentlich ganz gut beantworten, denn die Kommission hat sie für uns geklärt im Mai. Die Frage, die gestellt wurde, war, müssen eigentlich alle Unternehmen, in die investiert werden und auch die Unternehmen, mit denen man keine ökologischen oder sozialen Merkmale verfolgt, müssen die alle über eine gute Unternehmensführung verfügen? Da hat die Kommission gesagt, ja, sicher, alle Unternehmen, die in einem Artikel 8 Fonds gehalten werden, egal ob die jetzt spezifisch die ökologischen oder sozialen Merkmale erfüllen, müssen über Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung verfügen. Umgekehrt hat die Kommission gesagt, nein, das gilt aber nicht für Staaten und supranationale Einrichtungen, für die gibt es halt keine gute Unternehmensführung in dem Sinne. Ungeklärt, in Anführungszeichen, ist die Frage noch für Immobilien. Hier lässt sich natürlich auch ableiten, wenn das hier spezifisch auf Unternehmen konzipiert ist, dass man es für Immobilien nicht braucht. Unserer Erfahrung nach wird es im Markt jedenfalls häufig so gehandhabt. Nächster Slide, bitte. Und dann geht es wieder an dich, Jannis. Sehr, sehr gern. Frage 25, zu den jeweiligen Fragen kurze Antworten. Müssen hier dann prozentuale Mindestangaben für die einzelnen Boxen in den einzelnen Boxen gemacht werden? Das wird tatsächlich so oder so gehandhabt. Entweder man macht es hier tatsächlich in den Boxen, bei den verschiedenen Boxen, bei den Subgruppen der Investition, sicherlich prinzipiell übersichtlicher. Aber es kann auch im konkreten Fall sinnvoll sein, die Mindestzusagen zu den Mindesteinzuhaltenanteilen taxonomiekonformer, ökologischer oder sozialer Investitionen oder dann weitere Investitionen hier in den entsprechenden Abschnitten weiter unten zu machen. Frage 26. Muss angegeben werden, ob Investitionen direkt oder indirekt gehalten werden. Hier ist ganz interessant, dass die ESAs in den Clarifications von Juni ausdrücklich gefordert haben, dass sowohl hier, also unter der Box im vorvertraglichen Template, als auch im periodischen Template, die direkten und indirekten Investitionen offengelegt werden müssen. Das über den Wortlaut. Daneben gibt es auch die Offenlegung der indirekten und direkten Investitionen auf der Internetseite. Das ergibt sich direkt aus dem RTS. Text. Frage 27 und? Die geht an mich und in der Tat hattest du das ja auch schon angedeutet. Ein Problem, was natürlich auftritt bei den nachhaltigen Investitionen, was man auch anfänglich aus dieser Box sieht, es gibt natürlich irgendwie eine Bewertung, dass man sagt, etwas ist eine nachhaltige Investition oder es ist keine nachhaltige Investition. Aber es gibt viele Strategien, bei denen eine nachhaltige Investition zum Beispiel gleichzeitig zu einem Umweltziel oder zu einem Sozialziel beiträgt oder gleichzeitig taxonomiekonform ist und zu einem Sozialziel beiträgt. Insbesondere tritt es beispielsweise auf, wenn man sich an den sogenannten SDGs, den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen orientiert. Das macht natürlich die Offenlegung gerade mit festen Prozentzahlen hier in dieser Tabelle ein bisschen schwierig. Klar, nachhaltig, nicht nachhaltig ist gegenseitig ausschließlich, taxonomiekonform und sonstige Umweltziele ist gegenseitig ausschließlich. Aber es kann natürlich passieren, dass eine einzelne Investition sowohl ein sonstiges Umweltziel oder taxonomiekonform ist, als auch soziale Ziele verfolgt und man dann plötzlich die doppelte Anzahl nachhaltiger Investitionen haben, also nicht 90 in dem Artikel 9 Fonds, sondern plötzlich 180. Das ist natürlich hier nicht so sinnvoll und deshalb kann das eine Situation sein, wo es zumindest hier in dieser Übersichtsbox sinnvoll sein könnte, auf konkrete Prozentangaben zu verzichten. Wir würden dann aber empfehlen,
nachfolgend, und ich greife das jetzt mal vor, da gibt es einzelne Bestandteile, wo dann angegeben werden muss, wie hoch der Mindestanteil ist. Dort halt ganz klar zu sagen, ich habe einen Mindestanteil beispielsweise von 90% Investitionen mit einem Umweltziel und darin innerhalb dieser 90% verfolgen x% der Investitionen gleichzeitig auch ein Sozialziel. Und die gleiche Offenlegung spiegelbildlich würde man dann bei der Offenlegung des Mindestanteils für Sozialziele machen. Dann ist diese Doppelung offensichtlich und man hat aber gleichzeitig nicht den Eindruck, dass man plötzlich 180% nachhaltige Investitionen in seinem Fonds hat. Damit zum nächsten Slide und zur nächsten Frage, zur Taxonomie. Und da die Frage, ist denn auch dieser Taxonomieabschnitt dann erforderlich, wenn der Artikel 8 Fonds ökologische Merkmale bewirkt, aber eigentlich keine nachhaltigen Investitionen anstrebt? Hier ganz interessant, im Unterschied zu der vorher vertretenen Auffassung der ESAs, vertritt die EU-Kommission hier ausdrücklich die Auffassung, dass jeder Artikel 8 Fonds, der ökologische Merkmale bewirkt, diesen Taxonomieabschnitt ausfüllen muss. Und dann stellt sich auf dem nächsten Slide in der nächsten Frage die Thematik, welche Schritte unternommen werden müssen, um Investitionen auf ihre Taxonomiekonformität zu überprüfen. Ja, und da gibt es so ein bisschen seitens der BaFin jetzt in den Auslegungshinweisen vom 5. September nochmal eine Entwarnung oder eine Bestärkung der aktuellen Marktpraxis, denn die BaFin sagt nochmal, dass Fondsmanager nicht verpflichtet sind, sozusagen eine objektive Taxonomieprüfung ihres Portfolios vorzunehmen, also zu schauen, unabhängig von dem Wunsch, taxonomiekonforme Investitionen oder nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel anzustreben, zu schauen, ob man nicht objektiv irgendeine Form von Anlage hält, die tatsächlich taxonomiekonform ist oder sein könnte. Man kann also prinzipiell immer auch eine geringere Taxonomiequote ausweisen als tatsächlich vorhanden. Die ESAs oder die EU-Kommission hat in ihrem Q&A sich zu der Frage geäußert, ob jetzt Fonds mit einem Sozialziel, also Artikel 9 Fonds, ob die nicht auch prüfen müssen, ob sie zufällig eben mit ihren nachhaltigen Investitionen mit Sozialziel auch taxonomiekonforme Investitionen beinhalten. Da scheint die Kommission von so einer Art objektivierter Prüfungspflicht auszugehen. Letztendlich führt es aber nicht dazu, dass man nicht sagen kann, also die aktuelle Fallback-Lösung, wenn man es nicht besser weiß und wenn man entweder sagt, die Prüfungsprozesse lohnen sich für mich nicht oder ich habe im Moment nicht die Daten, kann man also sicherheitshalber immer 0% angeben. Das leitet direkt über zur nächsten Frage, welche Daten kann ich eigentlich heranziehen? Wir haben vorhin darüber gesprochen, welche Daten Quellen, welche Informationsgrundlagen kann ich eigentlich nutzen für die PAI-Erklärung und die PAI-Indikatoren. Bei der Taxonomie ist es wesentlich rigider prinzipiell vom Datenkonzept her, also angelehnt an die Vorgaben für die nicht finanzielle Berichterstattung im Rahmen im Zusammenhang mit der Taxonomie, soll halt grundsätzlich für Unternehmen, die nicht finanziell und über Taxonomie berichten, auch nur dieser offizielle Bericht herangezogen werden. Wenn Unternehmen, in die man investiert, diesen Bericht nicht abgeben und es wird eigentlich für einen großen Teil der Unternehmen in der Alternative Assets Branche der Fall sein. Die meisten Unternehmen im Bereich Private Equity, Infrastruktur etc. sind einfach zu klein oder möglicherweise auch geografisch außerhalb des Anwendungsbereichs. Dann kann man die Informationen sich direkt vom Unternehmen oder von Dritten beschaffen. Was ganz wichtig ist hier als Hintergrund, also die Idee ist, irgendwo ein Datensystem zu schaffen, was gleichwertig mit der ja sehr detaillierten und sehr umfassenden Offenlegung nach der nicht finanziellen Berichterstattung ist. Das heißt, hier sind prinzipiell Schätzungen nicht vorgesehen. Also man kann keine eigenen Schätzungen vornehmen. Viele der Daten, die man von Datenanbietern bekommt, die beruhen tatsächlich zum Teil auf Schätzungen. Da gibt es noch keine spezifische Aussage zu. Das ist aber sicherlich ein Punkt, den man in der Zukunft so ein bisschen mit Vorsicht genießen muss, ob da Schätzungen wirklich als gleichwertig anzusehen sind. Die nächste Frage, die im Zusammenhang mit der Taxonomieberechnung natürlich immer gestellt wird und die stellt sich umso mehr, wenn man sich die regelmäßige Berichterstattung anschaut, die ja noch nicht diese Kuchendiagramme hat, sondern tatsächlich noch andere Diagramme, ist, auf welcher Grundlage wird eigentlich gerechnet? Es gibt ja im Rahmen der Taxonomie drei sogenannte KPIs, also Bemessungsgrundlagen, nämlich einmal Umsatz, einmal CAPEX und einmal OPEX. Und diese umsatzbasierte Berechnung ist die für die vorvertragliche Offenlegung als Grundsatz zugrunde gelegt wird. Man kann sich aber auch für eine andere Kennzahl hier entscheiden, muss das aber entsprechend begründen.
Und in der regelmäßigen Offenlegung muss man es dann mit allen drei Kennzahlen berechnen. Und das kann auch je nachdem zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen führen. Also man kann beispielsweise umsatzbasiert in einem Immobilienfonds, wenn man taxonomiekonforme Investitionen hält, einen sehr hohen Taxonomieanteil haben. Wenn aber diese Investitionen jetzt schon super in Ordnung sind, gerade neu gebaut, dann hat man natürlich keine großen Ausgaben, um diese Investitionen noch nachhaltiger zu machen. Und deshalb ist dann der CAPEX-Anteil bei der Taxonomie praktisch null. Und OPEX hängt halt davon ab, ob man jetzt spezifisch Ausgaben für einzelne Komponenten hat, die halt zu der Nachhaltigkeit beitragen. Eine wichtige Frage in dem Zusammenhang ist, auf welcher Grundlage rechne ich das eigentlich für Sachwerte? Wie mache ich das bei Infrastruktur? Wie mache ich das bei Immobilien? Das ist nicht so ganz klar, weil das ganze Taxonomiesystem eigentlich auf Unternehmen ausgerichtet ist und nicht auf Sachwerte. Und es gibt in den RTS zwar eine Vorgabe, dass man da den Marktwert ansetzt, aber wir halten das für schwierig, einfach prinzipiell immer sozusagen pauschal den Marktwert anzusetzen und würden auch empfehlen, beispielsweise im Bereich Immobilien das umsatzbasiert, also mietebasiert zu machen. Der letzte Punkt, Jan, es geht wieder an dich zum Thema Taxonomie, nämlich wann kommen eigentlich die zusätzlichen vier Taxonomieziele? Genau, und in dem Kontext auch die Frage, muss ich tatsächlich in den Offenlegungen pro Taxonomieziel offenlegen oder reicht es sozusagen insgesamt? Und hier ist auch wieder die Aussage der ESAs in den Clarifications hilfreich gewesen, die gesagt haben, zumindest in den regelmäßigen Berichten, im Jahresbericht, müssen tatsächlich die Taxonomieziele alle einzeln ausgewiesen werden. Zur Frage von Heike, die vier ausstehenden Taxonomieziele, wo es ja derzeit nur die Entwürfe gibt, sollen Fondsmanager ab 1. Januar 2023 offenlegen. Hier gibt es also für Fondsmanager, die den RTS unterliegen, gerade kein Übergangsregime, wohingegen es für die NFRD oder CSRD-Unternehmen explizite Übergangsregelungen gibt im Hinblick auf die verbleibenden vier Taxonomieziele. Die nächsten beiden Fragen zu den Referenzwerten sind bei dir. Die liegen bei mir und ich bitte um den nächsten Slide. Der letzte Teil, also ganz am Ende kommt natürlich immer der Link auf die Webseite, wo sich auch interessante Themen stellen. Aber der letzte Teil ist hier Index als Referenzwert. Und auch da haben Sie in der Vergangenheit relativ intensive Fragen gestellt, weniger in der Tat im Bereich Sachwert oder Alternative Assets, weil es hier einfach in dem Sinne keine Indexanbieter oder nicht wirklich Indexanbieter oder Nachhaltigkeitsindizes gibt. Was ist eigentlich hier gemeint? Hier ist kein allgemeiner Marktindex gemeint. Was sich schon hier aus der Beschreibung ergibt, die Frage ist ja, wie unterscheidet sich der Index von einem relevanten breiten Marktindex? Man würde also nicht hingehen und sagen, ich hätte jetzt einen Immobilien- oder Private Equity Index und mein Fonds performt X, sondern es müsste halt ein Index sein, der spezifische nachhaltige Komponenten berücksichtigt und das müsste auch zur Strategie des Fonds passen. Gibt es eigentlich taugliche Indizes für Sachwerte? Uns sind ehrlich gesagt noch nicht wirklich viele begegnet. Was wir im Real Estate-Bereich sehen, ist, dass hier zum Teil GRESB angegeben wird. Also GRESB ist ja die Möglichkeit, dass man Global Real Estate Sustainability Benchmark, dass man dort sein Portfolio einreicht und sieht, wie sich das Portfolio im Vergleich zu den anderen Teilnehmern an diesem GRESB-Ranking bewertet. Das ist in dem Sinne eigentlich kein technischer Referenzwert im Sinne beispielsweise auch der Benchmarks-Verordnung. Deshalb kann man es hier nehmen als Referenzwert. Man kann es aber auch allgemein vorne bei der Anlagestrategie darstellen. Eine Frage, die in dem Zusammenhang immer gestellt worden ist, gilt das hier eigentlich nur, wenn ich einen Index-replizierenden Fonds habe, also was eigentlich bei Alternative Assets ziemlich ausgeschlossen ist? Oder gilt das auch für Fonds, die einfach nur ihre Nachhaltigkeitsperformance messen? Und das ist inzwischen geklärt. Also hier gilt, das gilt nicht nur für Fonds, die rein passiv einen Index replizieren, sondern eben für alle Fonds, die eben einen Index zur Messung heranziehen. Damit zur letzten Seite für das Template. Sie haben es geschafft für die vorvertragliche Offenlegung und der Teil versprochen zur Webseite. Und ein Jahresbericht wird sehr kurz und hoffentlich wenig schmerzvoll. Aber zuletzt noch die Frage, welcher Link? Das ist eine relativ kurze Antwort. Hier müssen ausdrücklich die Links aufgenommen werden auf die produktbezogene Artikel 10 SFDR-Offenlegung. Und hier ist auch wichtig, dass es ein sogenannter Deep Link ist. Das heißt, es wird direkter Bezug genommen auf das Dokument, was die SFDR-Offenlegung für das Produkt enthält. Können auch an anderer Stelle im Template Links zu externen Informationen verwendet werden? Hier eine interessante Information von der ESMA im Supervisory Briefing, die ausdrücklich sagt, nein,
Querverweise und Links sollen im Template nur da verwendet werden, wo es vorgegeben ist, wie nämlich genau hier oder im Bereich des Referenzbenchmarks. Wir haben auch die Auslegung des BVIs an dieser Stelle zur Kenntnis genommen, dass damit möglicherweise nur Links auf externe Seiten gemeint sind, wie die ESMA das auslegt. Jedenfalls würden wir sagen, dass Links hier in den Offenlegungen sparsam einzusetzen sind und wahrscheinlich eher davon abzuraten ist. Damit haben wir es jetzt bis zur Internetseite geschafft. Und keine Sorge, hier kommen nicht mehr viele Fragen. Ich glaube, wir haben 4 Fragen hier und noch 4 Fragen zur regelmäßigen Berichterstattung. Wir sind froh, wenn Sie noch dabei sind. Alle, die noch dabei sind, bekommen jetzt sozusagen die Teilnahmemedaille. Und wir steigen direkt ein mit der Frage, wie und wo jetzt die Internetseitenoffenlegung vorgenommen werden soll. Grundsätzlich ist die Internetseitenoffenlegung bereits seit Beginn der SFDR, seit dem 10. März 2021 erforderlich. Die Detailvorgaben der RTS werden dann ab 01.01.2023 greifen. Hier sind die Vorschriften 23 folgende wichtig, die explizit sagen, dass die Website-Offenlegung auf der Internetseite veröffentlicht werden soll, in einem Abschnitt, der nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung heißt. Und dieser Abschnitt soll auf demselben Teil der Internetseite veröffentlicht werden, wo sich auch die anderen Informationen über das Finanzprodukt finden. Wichtig, es gibt eben kein Template, kein Muster für diese Website-Vorlagen, aber diese ausdrücklichen Detailvorschriften in Artikel 23 folgende. Und darüber hinaus gibt es auch formale Anforderungen an Website-Offenlegung, die sich ganz am Anfang der RTS finden, nämlich in Artikel 2. Und danach müssen Website-Offenlegungen grundsätzlich das Datum der Veröffentlichung und das Datum einer etwaigen Aktualisierung enthalten. Also wichtig ist hier, eine Versionshistorie oder einen anderen Ansatz zu integrieren. Ein weiterer Punkt, der sich aus dieser Norm ergibt, ist, dass alle Dateien, die heruntergeladen werden können, einen ausdrücklichen Dateinamen enthalten müssen, der die Versionsgeschichte enthält. Janis, wenn du einverstanden bist, würde ich mir sehr die gern nächste Frage vornehmen, um das Ganze ein bisschen zu kürzen. Wir haben ja schon anfänglich, das hattest du sehr gut dargestellt, darüber gesprochen, wie ist das eigentlich mit dem Thema professionelle, semiprofessionelle Anleger in diesem Zusammenhang? Was gibt es hier an sozusagen öffentlicher Verfügbarkeit, wenn man von Informationen, denn man hat ja immer diesen Widerstreit, die meisten professionellen und auch semiprofessionellen Anlegern, zu denen beispielsweise ja viele Versorgungskassen gehören, je nach Einordnung, möchten eigentlich natürlich nicht, dass jeder weiß, was es für Fonds gibt und welche Strategien die verfolgen, insbesondere deshalb, weil der Vorname ja häufig auch nach dem Investor gerichtet ist, gerade wenn das Eininvestorenfonds sind. Also es würde damit ja auch Informationen öffentlich verfügbar, die in irgendeiner Form ein Geschäftsgeheimnis des jeweiligen Investors darstellt. Deshalb war diese ganze Frage der öffentlichen Zugänglichkeit von Informationen von Anfang an sehr umstritten und vor allen Dingen hat sich das konzentriert auf das Thema Internetseite. Witzigerweise, wenn man sich den Artikel 10 in der SFDR anschaut, steht da nur drin, die Informationen müssen auf der Internetseite sein. Da haben die ESAs eigentlich von vornherein abgeleitet und haben gesagt, naja gut, auf der Internetseite heißt, es muss öffentlich verfügbar sein. Und wie wir vorhin gelernt haben, macht es ja auch für den gesamten Bereich der Publikumsfonds extrem Sinn, denn auch für die Publikumsfonds müssen ja prinzipiell Verkaufsprospekt etc., die müssen ja alle öffentlich verfügbar sein auf der Internetseite. Dann wurde natürlich seitens der Branche das ganze Thema angemerkt, dass man gesagt hat, das macht aber jetzt wenig Sinn. Hier gibt es ja ein schützenswertes Vertraulichkeitsinteresse der Anleger und auch der Fondsmanager, die ihre Verpflichtungen gegenüber den Anlegern erfüllen müssen. Wie gehen wir jetzt eigentlich mit dem Thema um? Die Kommission hat das aufgenommen letztes Jahr in ihren Q&A, hat gesagt, nein, also Offenlegung auf der Internetseite ist wichtig, aber man muss gleichzeitig Vertraulichkeit gewährleisten. Leider findet sich dazu jetzt gar nichts mehr in der finalen Fassung der RTS und es gibt auch keine Klarstellung mehr auf der Grundlage. Im Moment entspricht es wohl der gehandhabten Marktpraxis, dass man zwar die Internetseitenoffenlegung macht, dass man die aber typischerweise dann in einem passwortgeschützten Bereich macht, der eben nur für den konkreten Anleger zugänglich ist. Das könnte natürlich unter Berücksichtigung des Geheimhaltungsinteresses zukünftig so ein bisschen schwieriger sein, wenn man bei den semiprofessionellen Anlegern ab nächstem Jahr ein PRIPS-Kit veröffentlichen muss, was du, Janis, schon dargestellt hast, weil dann könnte man sagen, dann ist die Information über die Existenz dieses Fonds und seine Anlagestrategie ohnehin schon im öffentlichen Bereich und dann gibt es eigentlich kein schützenswertes Geheimhaltungsinteresse mehr. Aber das Thema ist nicht geklärt. Es besteht auch im Moment keine aktuelle Frage dazu und solange das so ist,
kann man, glaube ich, ganz gut sagen, dass die Marktpraxis weiterhin ist, dass man eben auch die Internetseitenoffenlegung für seine professionellen Investorfonds eben nicht öffentlich zugänglich macht. Die nächste Frage auf dem nächsten Slide, Jan, es geht an dich. Und hier die Frage, die ein bisschen das Thema von oben aufgreift. Muss die Zusammenfassung der Internetseitenoffenlegung auch bei Fonds für professionelle oder semiprofessionelle Anleger mehrsprachig offengelegt werden? Hier ein klares Ja. Genau wie bei der unternehmensbezogenen PI-Erklärung ist hier die Mehrsprachigkeit erforderlich. Es gibt keinen Unterschied zwischen den Anlegergruppen. Und auch hier ist der Abschnitt Zusammenfassung der Artikel 10 Website-Offenlegung darf ausgedruckt nur maximal 2 Seiten A4-Papier umfassen. Dann geht die letzte Frage zum Thema Internetseite an mich. Und Sie sehen auch so ein bisschen die Grundlage hier, der Artikel 24, die nachfolgenden Artikel, die geben zwar keine Vorlage vor, aber sehr klar, genau wie diese Internetseitenoffenlegung zu strukturieren ist, welche einzelnen Überschriften die zu haben hat und wie man die also grafisch ausgestalten, sind Sie hier ein bisschen freier und können sich da austoben. Aber sehr viel der Inhalte hier greift natürlich auch das wieder auf, was Sie ohnehin schon in Ihrer vorvertraglichen Offenlegung drin haben für einen Artikel 8 Fonds. Also die Themen wie kein nachhaltiges Investitionsziel, ökologische und soziale Merkmale, Anlagestrategie, Aufteilung der Investitionen, damit ist also die Vermögensallokation, diese Boxen gemeint, über die wir gesprochen haben. Das sind alles Bestandteile, die auch in der vorvertraglichen Offenlegung schon drin sind. Bei dem Thema Vermögensallokation hatte der Janis Rentrop schon darauf hingewiesen. Hier ist dann auch ausdrücklich aufzunehmen, welcher Anteil der Vermögenswerte direkt und welcher indirekt gehalten wird. Man muss ein bisschen aufpassen, wenn man sich den Artikel 29 RTS anschaut, der sich mit diesem Thema Aufteilung der Investitionen auseinandersetzt, denn der ist leider nicht gut gedraftet. Da wird auf den falschen Abschnitt verwiesen. Aber auch da hilft der BVI in seiner Übersicht der Redaktionsfehler. Was hier neu ist und worüber man sich tatsächlich dann auch im Rahmen der Internetseitenoffenlegung noch ein bisschen Gedanken machen muss, ist die Frage eben der laufenden Überwachung. Was sind eigentlich meine Monitoring, was sind meine Due Diligence Prozesse? Welche Methodik lege ich eben hier zugrunde? Hier würde man beispielsweise erklären, wenn man ESG-Scoring hat, wie das Scoring eigentlich zustande kommt. Woher kommen die Daten? Also was sind die Datenquellen? Wie werden die Daten verarbeitet? Gibt es irgendwelche Beschränkungen bei der Methodik oder Daten? Habe ich zum Beispiel große Datenlücken? Welcher Anteil meiner Daten beruht auf Schätzungen? Wie gehe ich, also hier der Terminus Sorgfaltspflicht klingt gut, damit ist der klassische Due Diligence Prozess gemeint, mit Mitwirkungspolitik ist es Engagementpolitik gemeint, wenn man sie hat. Und letztendlich sind auch hier Informationen zu Referenzwerten, also zu Indizes aufzunehmen. Damit haben wir auch die Internetseite hinter uns gebracht und würden, sofern Sie noch ein bisschen Puste besitzen, uns kurz noch der Offenlegung im Jahresbericht widmen. Los geht's gleich mit einer relativ spannenden und möglicherweise schwierigen Frage, nämlich der Frage, worauf sich eigentlich die SFDR-Offenlegung im Jahresbericht bezieht. Der Jahresbericht selber wird ja für einen Stichtag abgegeben, also das Ende des Geschäftsjahres. Man stellt die Situation am Ende des Geschäftsjahres dar. Wie ist das eigentlich mit der SFDR-Offenlegung? Würde ich jetzt hier angeben, zum Ende meines Geschäftsjahres, wenn das der 31.12. ist, ob und in welchem Umfang zu dem Zeitpunkt eben nachhaltige Investitionen in meinem Portfolio waren oder in welchem Umfang dann halt auch meine Strategie eingehalten worden ist. Ist daraus dann auch abzuleiten in dem nächsten Schritt, dass ich mich unterjährig gar nicht darum kümmern muss? Fangen wir vielleicht mal mit der ersten Frage an. Also von der Logik her, sagt der BVI, und dem würden wir auch zustimmen, ist hier tatsächlich eine stichtagsbezogene Betrachtung gemeint. Die Ausnahme ist bei den Hauptinvestitionen, zu denen der Janis Rentrop gleich noch kommt. Aber das bedeutet natürlich nicht zwingend, dass deshalb keine laufende Kontrolle im Rahmen des Geschäftsjahres stattzufinden hat. Wir hatten vorhin über den Mindestanteil taxonomiekonformer Investitionen gesprochen und dass die ESAs das als Bestandteil der verbindlichen Anlagestrategie ansehen. Und genauso muss natürlich prinzipiell ein Prozess aufgesetzt werden und dann eben auch auf der Internetseite veröffentlicht, wie man laufend im Rahmen jedes Geschäftsjahres überwacht und dafür sorgt, dass ökologische und soziale Merkmale eingehalten sind. Nichtsdestotrotz bezieht sich die Offenlegung ganz konkret hier natürlich erstmal auf den Stichtag. Die nächste Frage, Jan, es geht an dich. Sehr gern. Sind alle Informationen spiegelbildlich zur vorvertraglichen Offenlegung?
in der periodischen oder gibt es zusätzliche Informationen? Grundsätzlich gibt es zahlreiche Abschnitte, die spiegelbildlich sind zu der vorvertraglichen Offenlegung. Neu hinzukommen die folgenden, nämlich einmal, welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts? Heike hat es gerade schon angesprochen. Die erweiterten Taxonomieoffenlegungen, über die wir gerade schon im Webinar gesprochen haben. Der Anteil der Investitionen in verschiedenen Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft und auch der Sonderpunkt, welche Maßnahmen wurden zur Erfüllung der ökologischen und sozialen Merkmale ergriffen. Zur nächsten Frage und zum nächsten Slide. Und hier möchten wir einmal den Aspekt DNSH in der regelmäßigen Berichterstattung aufgreifen, nämlich was muss hier zu den PAI-Indikatoren für die nachhaltigen Investitionen berichtet werden. Hier steht ja nur die Frage, wie wurden die Indikatoren berücksichtigt? Kein Bearbeiterhinweis. Aber laut Normtext, der das hier ergänzt, muss hier auch offengelegt werden, wie die PAI-Indikatoren aus Tabelle 1 und die sonstigen relevanten PAI-Indikatoren berücksichtigt wurden. Stellt sich die interessante Frage, ob hier in der regelmäßigen Berichterstattung auch quantitativ zu den PAIs berichten werden muss. Das greifen die ESAs in den Klarstellungen vom 2. Juni auf, sagen nicht zwingend, aber sie empfehlen es doch als Best Practice, dass man hier entsprechend der unternehmensbezogenen PAI-Erklärung wohl quantitative Angaben auch macht. Nächster Slide, nächste Frage und zu dir, Heike. Vielen Dank. Und wir haben es auch fast geschafft. Ich halte den Spannungsbogen noch ein bisschen. Wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, wie sind die PAI-Indikatoren im Rahmen des DNSH-Prinzips zu berücksichtigen. Jetzt gehen wir sozusagen eine Ebene wieder höher, nämlich auf die Produktebene und schauen uns an, wenn bei diesem Finanzprodukt PAI berücksichtigt wurden, muss darüber berichtet werden. Hier gibt es keine Aussage dazu, ob diese Berichterstattung quantitativ zu erfolgen hat. Also die Aussage der ESAs, auf die sich Janis gerade bezogen hat, richtet sich auch nur auf das DNSH-Prinzip. Das heißt, hier könnte man prinzipiell auch weiter qualitativ beschreiben, dass Indikatoren prinzipiell eingehalten wurden und was der Prozess ist. Was man aber tatsächlich in der Praxis sieht, ist, dass, weil es ja ohnehin diese Pflicht zur Berichterstattung über die Indikatoren, über die Produkte hinweg gibt, dass hier vielleicht auch eine Offenlegung ähnlich eben wie bei der PAI-Erklärung auf Unternehmensebene genutzt wird. Das ist aber, wie gesagt, in keinster Weise verbindlich. Die Frage, die bei uns noch aufgetaucht worden ist, Sie erinnern sich vielleicht, wir haben vorhin über die Altfonds gesprochen, also über die Fonds, die seit dem 10. März 2021 nicht mehr vertrieben wurden. Hier ist sogar das relevante Datum eigentlich der 30. Dezember 2021, denn bis zu diesem Zeitpunkt 2022, denn bis zu diesem Zeitpunkt können sich Fondsmanager entscheiden, ob sie das auf Produktebene berücksichtigen, sind also nicht verpflichtet, vorher diese Festlegung zu treffen. Und hier kann es unseres Erachtens für Altfonds, also für alle, die seit dem Zeitpunkt nicht mehr vertrieben wurden, also vor dem 30. Dezember 2022, eigentlich keine Verpflichtung geben, etwas zu berücksichtigen, denn Anknüpfungspunkt für die regelmäßige Berichterstattung ist ja die Tatsache, dass ich mal erklärt habe, dass ich etwas berücksichtige und wenn ich das noch nicht musste und auch nicht getan habe, dann muss ich natürlich hier auch nichts offenlegen. Und die letzte Frage, Janis, geht an dich. Wie sind die Hauptinvestitionen hier im Template anzugeben? Hier wichtig, es geht nur um die erste Ebene der Investition, also man muss hier keine Durchschau machen, beispielsweise bei Investitionen in Zielfonds. Der BVI schlägt in seiner Orientierungshilfe hier vor, gegebenenfalls den Ansatz zur Berechnung der größten Investitionen zu beschreiben. Und auch finden wir den BVI-Vorschlag sinnvoll, dass hier für die Berechnung während des Berichtszeitraums auf 4 Stichtage im Jahr entsprechend dem Vorgehen beim PAI-Reporting abgestellt werden kann. Das wäre vielleicht der Ansatz, den wir hier auch raten würden. Denn in der Tat sind die Hauptinvestitionen das Einzige, wo aus dem RTS-Text klar ersichtlich ist, dass es da eine laufende Betrachtung auch unterjährig gibt, dass es da nicht alleine auf den Stichtag ankommt. Damit wieder die Verbindung mit der ersten Frage. Und erstaunlich aber war, Sie haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Vielen Dank an alle, die bis jetzt durchgehalten und zugehört haben. Wenn es noch Fragen gibt, sind wir gerne bereit, die anzunehmen. Herr Bommer, wie sieht es aus? Haben wir alle totgeredet oder gibt es noch Fragen? Naja, die Verweildauer ist erstaunlich hoch dafür, dass wir doch gut überzogen haben, was doch auch wieder Indikator ist für das große Bedürfnis nach den Antworten auf Ihre zahlreichen Fragen. Es gab 2, 3 organisatorische. Ich würde vorschlagen, die paar wenigen
inhaltlichen Fragen doch zurückzustellen und bilateral noch abzuhalten, einfach mit Blick auf die Zeit, damit die Leute in ihre Mittagspause können. Wäre mein Vorschlag, sonst könnte ich die ein oder andere auch bringen, wie Sie möchten. Das können wir sehr gerne so machen. Ich glaube, Herr Rentrop und ich haben uns jetzt auch die Mittagspause verdient, denke ich. Auf jeden Fall, würde ich auch sagen. Und also, es waren jetzt noch nicht sehr viele, aber ich glaube, schnell sind da wieder 2 Minuten pro Frage rum und darum würde ich das so belassen. Aber dank der Aufzeichnung werden ja alle die Möglichkeit haben, die jetzt nach 12 zu einem anderen Termin oder eben schon ins Mittagessen mussten, das noch nachzuhören. Insofern glaube ich, werden alle dann die Antworten bekommen. Ganz herzlichen Dank von meiner Seite erstmal. Nochmal an Sie, Frau Schmitz, an Sie, Herr Rentrop, für dieses, wie angekündigt, sehr dichte und auch sehr anspruchsvolle Webinar. Es zeigt, es sind noch so kurz vor Inkrafttreten zahlreiche Problembereiche offen. Aber ich glaube, zusammen mit Ihnen, mit dem Verband, mit weiteren Antworten der Kommission wird man hoffentlich dann rechtzeitig noch auch auf Detailfragen eine Antwort bekommen. Ganz herzlichen Dank. Ich verabschiede mich von allen, die noch in der Leitung sind. Ich hoffe, Sie sind morgen wieder dabei zum nächsten BAI-Webinar mit dann Jegor Tokarewitsch von Substance Over Form zum EET, was auch zu einem großen Teil ja Fragen berührt, die hier angesprochen worden sind, nämlich die ganzen PI-Indikatoren machen dort auch einen großen Teil aus. Wünsche Ihnen auch einen schönen Tag nach Düsseldorf und sage auf Wiedersehen zusammen. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank an den BAI, herzlichen Dank an alle Teilnehmer und bis bald. Das ist ein spannendes Thema, was uns weiter sehr beschäftigen wird. Vielen Dank Ihnen.